Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen noch eine schöne Runde Seize the Bean. Ich habe natürlich auch standesgemäß einen Kaffee dazu gemacht. Um Startspieler zu werden. Das ist natürlich, da ist ein Spiel mit Herzes, ein Spiel mit einer guten Startspielerregel. Man muss aufpassen, dass die sind ja. Nicht zum Trinken geeignet. Schade. Genau, wir werden das jetzt spielen. Ich kann es nicht. Raimund wird es erklären, hat es auch noch selbst nicht gespielt, glaube ich. Im Zug quasi die Regeln gelernt, deswegen mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich hoffe, ich kann es halbwegs erklären, aber wir werden bestimmt nochmal die Regeln ab und zu gucken. Genau, falls jemand zuguckt, der schon gespielt hat, dann immer gerne Feedback geben. Da sieht ihr jetzt viel zu viel. Ja, man muss unten und oben, da werden deine Leute in die Warteschlange gehen. Das erzählen wir euch dann. Okay. Also, jeder hat seine eigene Kaffeerösterei. Mhm. Bonanza. Ich bin die blaue Bohne. Anscheinend sind das in Berlin wohl welche, die es wohl wirklich gibt, keine Ahnung. Wir glauben es einfach mal. Und was passieren wird, ist jede Runde, wir werden unseren Laden ein bisschen aufmotzen. Da gibt es nämlich gewisse Gegenstände, die wir auf den Tresen legen können. Oder Gegenstände, die im Laden ausliegen und die bringen uns dann irgendwelche Boni und machen uns cooler. Zum Beispiel eine Fahrradpumpe. Ja, genau. Weil das ist wichtig, weil du hast natürlich in den Gegend ganz viele Fahrradfahrer und die halten auch gerne mal an, um einen Kaffee zu trinken. Okay. Und wenn dort eine Fahrradpumpe ist, dann kommen die extrem gerne zu dir. Mhm. Musst du halt gucken, ob du Fahrradfahrer magst. Oder Schnurrbartträger. Ja, auch Stil. Haben wir vorhin gesehen bei Cosmos, ne? Genau. Die Frau von Weltrick heute Schnurrbart. Auf jeden Fall, damit können wir uns aufmotzen und dann gibt es ein paar Kunden und die werden jede Runde zu uns kommen und die wollen Kaffee haben. Mhm. Die haben ein paar Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen und die triggern dann aber auch irgendwelche Events. Ja, das ist so im Grunde auch so das Spiel, wie es dann funktioniert. Also, und wichtig ist, es ist im Grunde so eine Art Wettlaufspiel. Der die meisten guten Bewertungen hat, der gewinnt das Spiel und es liegen 40 Bewertungen aus und wenn der Stapel leer ist, dann ist das Spiel auch rum. Okay. Also ein bisschen wie bei Dominion, wenn die Provinzen leer sind, dann. Genau. Dann nur dass wir noch ein bisschen zu Ende dann spielen, die Runde und dann. Ja. Das Spielmaterial ist sehr lovely. Wir spielen auch mit dem Random-Faktor, dass wir tatsächlich mit dem Löffel
die Kaffeebohnen rausziehen und nicht abzählen. Das heißt, wer gut Kaffeebohnen mit einem Löffel rausholen ist, der hat einen Vorteil. Hm. Aber gucken darf man, oder? Oder muss man das blind machen? Nee, du darfst schon gucken. Oh ja. Dann. Aber du musst auch, wenn du den nimmst und rüberziehst, wenn einer runterfällt, ist weg. Also du musst den schon bis zu dir transportieren. Kaffee auf dem Fahrrad, das ist eher praxisfremd. genau. Aktionen. Du hast 2 Baristas und tatsächlich 6 Aktionsfelder, nämlich rechts 2 und links 2. Mhm. Und jede Runde werden wir nacheinander jeweils den auf dem Worker, also so ein Worker Placement, ganz normal raufnehmen und die Stelle würden wir dann triggern. Okay. Was würde es machen? Wenn du hier rauf gehst, dann darfst du einmal Kaffee ziehen. Gehst du hier drauf, kriegst du 2 Milchtüten. Gehst du hier rauf, kriegst du 2 Kaffee, Zucker. Zucker. 3 wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Löst er sich auf? Das wollen wir nicht testen. Und ich glaube, wenn er sich auflöst, dann will ich das nicht mehr trinken. Dann haben wir, hier ist die Seite mit dem Aufmotzen. Das heißt, wenn du hier unten rauf gehst, dann kannst du dir einmal eine Karte mit dem Pfeil nehmen. Wenn du jetzt so eine Karte nimmst, zum Beispiel sagst du, du möchtest jetzt gleich dieses Telefon, dann legst du das auf die... Ich glaube, das legst du so... Nee, das muss schon in die Leere. Nee, so muss das gemacht rauf. Ja. Und was dann nämlich passiert ist, ab sofort hast du eine stärkere Aktion. Wenn du dann nämlich den... Also das eine ist die Tresenaufwertung, das ist Tresen und das ist Raumaufwertung oder so. So, wenn du jetzt die Tresenaufwertung machst, dann darfst du wieder, die kannst du dann hier rechts hinlegen und du kriegst 2 Augen. Und was das bedeutet, gucken wir nachher nochmal nach. Sehr gut. Wenn du das nächste Mal den Tresen upgradest, dann legt man das hier so hin, dass das auch wieder dazugehört. Okay. Das heißt, du upgradest deine Aktion einfach nur. Die Sache ist dann aber auch die, du musst 4 Aktionen quasi ausführen, wenn du kannst. Okay. Hast du also nur 4 Aktionen in einer Reihe liegen, musst du auch alle 4 ausführen. Hast du 5 Aktionen, musst du dir 4 von den 5 Aktionen aussuchen, die du spielen möchtest. Gibt es auch manchmal schlechte Aktionen? Ich kann mir vorstellen, dass du manchmal das nicht machen möchtest, weil manchmal möchtest du vielleicht keine neuen Kunden haben. Oder so. Also kann vielleicht passieren, weiß ich nicht. Also das werden wir dann sehen, das steht nur in den Regeln so drin. Okay. So, die rechte Seite ist ja auch schon besser geworden. In dem Fall ist ich denke immer an Buzz von Crystal Palace, das sieht nämlich so ähnlich aus. Das ist der Hype-Marker. Okay. Genau. Hype hochgehen heißt, es kommen mehr Leute, weil dein Laden ist gehypt. Ist also wahrscheinlich gut, sofern du die Ressourcen dafür hast. Wir werden es mal. So soll seine Kunden auch bedienen können. Ja? Wenn die nicht was kriegen, dann gehen sie treu nach Hause und schreiben schlechte Yelp-Bewertungen. Genau. Wenn es gleich laufen wird, ist das neuer Kaffee, weil ich muss noch das Kännchen da leer machen. Und das letzte Feld ist, hol dir einen Typen von hier oben. Ich nehme einfach irgendwas und leg das hin. Also bei denen, da kannst du einfach dein Upgraden, wie du Bock hast, gibt keine Ressourcen oder sowas. Bei den Menschen ist es anders. Die kommen nur dann bei dir in deinen Stapel rein, wenn die auch einen Grund haben, zu dir zu kommen. Jetzt in dem Fall hättest du gar keinen Grund, weil die mögen deinen Laden nicht. In dem Moment, wo du aber, und wir nehmen natürlich die Fahrradpumpe, weil sie ist mit Abstand das wichtigste Item, wenn jetzt das so liegt, dann dürftest du einen Fahrradfahrer aber aufnehmen, weil der weiß, eine Fahrradpumpe liegt bei dir im Laden. Also habe ich Bock auf diesen Laden. Erst recht habe ich da Bock, einen Kaffee zu trinken. Hast du am Anfang noch nicht. Das sind deine Startmenschen, aber da kommen wir erst gleich zu. Und wenn da kein Fahrradfahrer liegt, dann kann ich einfach den nehmen. Genau. Jetzt ist es hier bei den Sachen zum Beispiel so, die liefern dir immer nur gemischt. Du hättest jetzt zum Beispiel, was ist das, Kaffee? Starken Kaffee. Das ist starker Kaffee. Und wieder Fahrradfahrer. So, das heißt, du hättest immer noch die Möglichkeit zwischen einem Fahrradfahrer. Wenn du das nächste Mal denn diese Milch nimmst, dann legt man die nämlich so auch drüber. Das heißt, der Fahrradfahrer ist plötzlich weg und ab sofort sind die Schnurrbartträger, die zu dir kommen. Weil ich Kopierer macht Sinn, ja. Ja, aber du hast immer noch den starken Kaffee. Okay. Ist aber wichtig für diese Sache, wen du anheuern darfst, weil bei denen hier unten, da überdeckst du es zwar, aber du hast natürlich immer noch die Fahrradfahrer aktiv. Und was sind die Sachen hier? Da kommen wir gleich zu, wenn wir die Leute befriedigen.
Hallo alle. Hallo Corinna, hallo Spartacus, hallo McFly, hallo Peter, hallo RoxP. Hallo. Grüße auch an Raimunds Frau, falls du zuguckst. Die schläft. Ah, sehr gut. Seit 18 Uhr. Dann Grüße morgen, falls du nachträglich reinguckst. Hallo Christian. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir sind noch ein bisschen auf Sendung. Ich musste heute arbeiten, dann haben wir gerade schon ein bisschen was nett gespielt und jetzt spielen wir das hier. So, das waren die Aktionen. Mehr gibt's gar nicht. Okay. Na, also simpel. Das ist überschaubar. Ja, das wird auch gar nicht. Wann kriege ich meinen nächsten Worker? Wann, was futtern die? Die bezeichnen Kaffee. Die bezahlst du mit Kaffee oder mit netten Leuten. Die Gespräche, die sie nachher führen. Mhm. Zweite Sache, Hype. Der Hypometer ist auf 2. Das heißt, was jetzt passiert ist, aus unserem Deck, der gemischt wird. Hast du einen eigenen Fanclub? Hier sind ganz viele Leute, die noch nie da waren. Wer ist Raimund? Du weißt nicht, wer ich bin. Ich war vor einem Jahr schon mal hier. Genau, hast du nicht letztes Jahr? Das war vor der Spiel. Das war vor deiner Zeit, Corinna. Das musst du mal gucken. Das war die beste Tekino-Partie, die ich jemals hatte. Aber ich möchte nur sagen, Markus und ich hatten zusammen mehr Punkte als du alleine. Das stimmt, ja. Aber war trotzdem eine gute Partie. 069. Wir waren beim Hype-Marker. Genau. Hype ist bei 2. Das heißt, aus deinem Deck ziehst du 2 Karten, weil der Hype ist auf 2. Mhm. Der Hype kann bis auf 5 hochgehen. Mhm. Wenn du da oben bist, dann drehst du den um und immer wenn du den Hype weiter erhöhen würdest, würdest du eine gute Bewertung bekommen. Das ist also eine Möglichkeit, den Hype immer ganz oben zu halten, an die Siegpunkte zu kommen. Die ziehe ich, also ich habe nicht auf dem Deck, sondern damit kann ich, wann kann ich das machen? Da gibt es diese Symbole. Wenn du den hast und die liegen hier drinnen und du führst das aus, dann würdest du dem eine erhöhen. Es gibt auch Sachen, wo du den wieder verringern musst. Und wann ziehe ich die aus meinem Deck? Das ist jetzt die Phase 2, Hype. Ah, okay. Das heißt, wir ziehen 2 Karten jetzt nach. So hoch wie der Meter ist. Genau. So, dann liegen die hier. Das ist jetzt nämlich die Warteschlange für deinen Kaffeeladen. Mhm. Bedienen. Dann kommt nämlich dritte Aktion. Bedienen. Jetzt würde man gucken, dass man die Bedürfnisse befriedigt. Du siehst links oben das, was sie definitiv haben wollen und das, was sie eventuell haben, also optional. Für die gute Bewertung. Genau, aber ich meine, die Oma zum Beispiel, die gibt dir immer eine gute Bewertung, wenn sie ihren Must-Have-Kaffee bekommt. Mhm. Und das passiert dann so reihum. Also wenn wir jetzt dran sind, können wir erstmal gucken, okay, wir legen schon mal so ein paar Sachen rauf. Ne? Du könntest jetzt sagen, hier die Kaffeebohne lege ich schon mal hier hin und hier Kaffee und Milch lege ich schon mal hin. Und ja, dann siehst du schon, also wenn du startest, der Himmel mit Startressourcen. Mhm. So, ich darf mich ja gar nicht so vorbeugen. Ne, kannst du quasi hier schon machen, legst du hier so schon mal 2 rauf, hast du hier schon mal, kannst du schon mal hier so ein bisschen Milch machen, dann hast du so ein bisschen einen Plan. Und jetzt fehlt dir ja Croissants, die gibt es ja hier auch gar nicht. Das war zweimal die Ressource, der Grundstoff ist. Also zweimal Zucker, hättest du zweimal Zucker, könntest du sagen, zweimal Zucker gebe ich aus und würde einen Kuchen draus machen. Okay, nur mit Zucker mit einem? Nur mit Zucker. Okay, also weil Zucker macht Kuchen. Ja. Süßspeisen mit Zucker. Mhm. Starken Kaffee. Irgendwo haben wir vorne ein Zeichen für starken Kaffee. Das ist ein Espresso, genau, glaube ich. Starker Kaffee hier. Da. Ne, wenn du das hast, das sind natürlich 2 Kaffeebohnen. Und es gibt eine Erbse und das ist einfach Sojamilch. Ich muss einmal kurz die Trolle aufschreiben. Hör doch nur ein rohes Stream, Leute. Seid doch mal nett. So, und schon ist Ruhe im Chat. Das Getrolle ist Gott sei Dank relativ selten. Eigentlich weiß ich immer nicht, wer Raimund ist. Er wird mich auch nicht kennen. Ja, du wirst ihn auch nicht kennen. Also der ist einmal im Jahr hier. Punkt. Aber nächstes Jahr wollen wir einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Das stimmt. Ja, jetzt ist es Tradition, ne? Richtig. Vor allem die beste Tradition ist ja, ich war auch dieses Jahr wieder so ein, ach ja, Ben ist ja nach Radebeul gekommen, also da, wo ich wohne. Also fahre ich natürlich dann wieder ein paar Wochen später runter. Das ist auch Tradition. Genau, also zweimal Zucker sind Süßspeisen, die Erbse war zweimal Wasser, Milch. Und zweimal Milch ist was? Die Erbse, weil das Sojamilch ist. Ah, okay. Und diese Kaffeekanne und starker Kaffee sind halt 2 Kaffeebohnen. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel den hier hast,
dann hast du so einen Espresso schon drin. Mhm. Wenn jetzt jemand, das ist natürlich ein Quatsch, das zu nehmen, ne? Dann nehmen wir ein Croissant. Mhm. Hättest du den schon drin, dann würde der jetzt nur einen Zucker kosten, weil du hast in deiner Auslage schon so ein Croissant liegen, das heißt, die Kosten halbieren sich. Okay. Hättest du jetzt zwei Croissants, würdest du aber immer noch einen bezahlen müssen. Mhm, okay. Also es reicht, wenn du ein Symbol von jeder Snack-Variante hast. Mhm. Mal. Und in die baue ich quasi die Ressourcen auf, die ich habe und hier dann die Leute, die ich anziehen kann. Auch. Also du hast ja mal einen zumindest optional, den du auch damit anziehen kannst. Mhm. Wenn du dieses Hauptbedürfnis befriedigt hast, dann werden sie auch den Effekt unter sich ausführen. Jetzt ist es so, dass die Effekte jetzt von den Startsachen nicht so besonders sind. Jetzt. Weil hier ist optional, du kannst ja beim Typen nehmen. Das heißt, du könntest dir tatsächlich, wenn jetzt hier schon was ausläge, könntest du dich einen nehmen. Ich glaube, dass das die Aktion war. Komm, gucken wir gleich nochmal rein. Cambridge spielen wir wahrscheinlich morgen Nachmittag. Schaut da gerne rein. Dieses Symbol ist, kann nicht böse werden, weil wenn du es nicht schaffst, ihr jetzt Milch und Bohne zu geben, dann wird sie grimmig. Okay. Und grimmig bedeutet immer am Ende deines Zuges, also wenn alle abgehandelt sind, geht der Grimmig-Button runter und du bekommst eine schlechte Bewertung. Da gibt es nämlich auch. Ugh. Die wollen wir nicht. Okay. Am Ende des Spiels ziehst du dir halt den 1:1 wieder ab von den guten Bewertungen. Es gibt Aktionen, da kannst du einen fröhlichen Smiley drauf legen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier das schon einer kann. Das sieht nicht so aus, aber es gibt Leute, die können jemanden extrem fröhlich machen. Dann kannst du seine Bedürfnisse befriedigen, kriegst die ganzen Extras. Und nach der Runde gehen ja normalerweise alle Leute auf seinen Ablagestapel. Nicht so der Fröhliche. Der bleibt einfach liegen. Der bleibt mit dem können planen. Genau, dann geht der Fröhlichkeitsbutton wieder rüber und dann liegt er schon da. Und du ziehst dann nächstes Mal natürlich trotzdem nach. Und der Unglückliche kommt komplett raus? Nee, die ersten beiden Male nicht. Und wenn du, glaube ich, drei negative Nachrichten schon gekriegt hast, dann gehen tatsächlich aus deinem Deck komplett raus, weil du sie nicht mehr befriedigen konntest. Also du hast kannst ab und zu nochmal die Leute nicht befriedigen. Das sind nämlich die Marker. Jeder Marker am Ende der Runde, der noch drauf liegt, weil man kann auch mehrere Marker auf einlegen, ist, glaube ich, noch einmal eine gute Bewertung. Also man kann dadurch ziemlich gut noch Bewertung irgendwie kriegen. Ja, die werden dann abgelegt. Dann kommt Weiterempfehlung. Nachdem du alle befriedigt hast, darf sich nämlich jeder dann wieder einen Typen aussuchen, den er in sein Deck legt. Sofern er irgendwelche Symbole hat, die da offen liegen und wodurch du die anziehen kannst. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was Feierabend nochmal genau sein soll. Plötzlich gibt es nicht mehr Spiel Croissants. Sind es noch Croissants? Die Baristas kommen wieder zurück. Ach genau, die volle Tasse. Es gibt die volle Tasse, das ist der Startspieler. Mhm. Es gibt die leere Tasse, das ist der links neben dem Startspieler sitzt. In dem Fall ich. Der die leere Tasse hat, wird das nächste Mal Startspieler. Okay, also wechseln bei zwei Spielern. Nein. Okay. Weil es gibt Aktionen, wodurch du die leere Tasse bekommst. Okay. Das heißt, du kannst sehr wohl die ganze Zeit Startspieler sein, wenn du es hinkriegst. Wenn du immer die leere Tasse bekommst. Ja. Dann frischen wir die Städte auf. Diese Reihe ist noch ein Ablagestapel. Das heißt, nach der Runde, nachdem wir fertig sind, werden alle Karten von dir aus rechts geschoben. Mhm. Das heißt, das überlappt sich dann. Okay. Wir können aber immer sichtbare Sachen nehmen. Das heißt, auch wenn man dann ganz links die Karten nimmt, dann kommt darunter halt wieder etwas zum Vorschein. Die kann man auch immer reingucken. Und das war's schon. Sieg-Ende-Bedingung. Alle guten Bewertungen sind weg oder einer von diesen Stapeln ist aufgebraucht. Okay. Das wird im Spiel zu zweit das werden. Wahrscheinlich. Weil der Kartenstapel ist immer gleich groß. Ja, ist ja bei Dominion auch so. Das ist ja auch entweder Provinzen leer oder alle Karten. Ein Kartenstapel leer, drei Stück. Und stimmt. Das passiert nie bei zwei Spielern. Nee. Also das ist ganz selten mal. Naja, wenn jeder die Schmiede-Dingsbums-Kombo nehmen möchte. Das passiert schon mal, aber es ist wirklich eher die Ausnahme. Das hier oben kriegt man währenddessen oder am Ende? Achievements. Ganz am Ende des Spiels gucken wir unser Deck und zählen einfach nur die Anzahl und dann kriegen wir das. Mhm. Und da zählt, glaube ich, wie 5 Siegpunkte.
Hier hinten ist noch irgendwas drauf, aber ich glaube, das ist erstmal irrelevant. Ich meine, das ist wie 5 gute Bewertungen. Okay. Nein! Es ist die Anzahl. Hast du zum Beispiel 8 gelbe Leute bei dir drin, dann kriegst du 8 Bewertungen. Gut. Okay. Aber du musst doch die meisten haben. Also nur weil ich dann 5 habe, kriege ich keine 5 guten, sondern nur der am meisten hat, kriegt überhaupt erst die Bewertung. Okay. Das heißt, man muss schon sich vielleicht doch merken, was hat der andere schon mal gelegt oder nicht. Was ist das hier? Das sind Achievements. So ein bisschen wie bei Terraforming Mars, wenn du was erreicht hast, dann kannst du es quasi aktivieren, nur dass wir das natürlich beide für uns machen. Und zwar hast du auf der Seite, wenn du 5 unterschiedliche Gegenstände anbietest, kannst du dir ein Achievement nehmen. Es gibt 2 offen. Dann kannst du dir einen nehmen, dann kannst du dir 3 Bohnen nehmen, legst das zu, Achievement unlocked. Okay. Oder wenn du 3 gleiche hast, also 3-mal einen starken Kaffee, dann würdest du es auch unlocken und auf der linken Seite halt exakt das gleiche. Okay. Aber da liegen nur 2 auf, sprich, wenn du bei dir geholt hast, kriege ich nicht mehr. Naja, doch, dann gibt es noch mehr. Aufgedeckt. Sehr gut. Genau. Du hast nochmal 2 zur Auswahl. Und das, glaube ich, ist das Spiel. Okay, dann muss man hier auch ein bisschen die Ikonografie verstehen. Genau, da haben wir aber, das ist zumindest gut gemacht auf der hinteren Seite, da ist alles drauf. Super, wenn man das auf die letzte Seite gemacht hat. Ja, die haben sich ja ein bisschen, ich habe ja gesagt, die Anleitung ist ausschweifend. Also. Die haben sich wirklich hier alles irgendwie gedacht. Na gut, bleiben wenigstens keine Fragen offen. Ja. Aber wichtig ist wahrscheinlich am Anfang hier, was können die Leute? Sie haben zum Beispiel ein Opa mit X2. Verliere einen Kunden, optional. Wähle einen beliebigen Kunden aus seiner Warteschlange. Es kann auch dieser sein. Lege ihn auf den Ablagestapel der Stadt. Das heißt, damit kannst du dein Deck ausdünnen. Die Sachen kriegt man immer, wenn man die Sachen erfüllt hat, oder? Ja, genau. Du musst es erfüllen und dann würdest du das bekommen. Und die ersten haben halt kaum eine Funktion, ne? Weil Oma und so, die werden einfach nie verärgert. Mhm. Und die Freundin, nimm einen sichtbaren Kunden aus der Stadt und lege ihn auf deinen eigenen Ablagestapel. Genau. Also damit kriegst du halt neue Leute in dein Deck. Mhm. Wie die Aktion auch hier. Mhm. So. Mehr haben wir hier erstmal nicht. Du kannst es dir auch gerne immer noch angucken, dazu gerade wegen, wenn wir jetzt anfangen. Du siehst, du kannst höchstens jetzt, weil wir definitiv nur 2 nachziehen, außer wir schaffen das irgendwie mit den Dingern zu triggern, keine Ahnung. Wahrscheinlich braucht man nur 3 Kaffeebohnen, wir starten aber mit 5. Auch wenn du 3 Leute hättest, würdest du es schaffen. Zucker wollen 3 davon. Könnte man sich also überlegen, ob man auf einmal Zucker noch nachnimmt, und das war es dann eigentlich schon. Jetzt nur so vom ersten Gedanken her, was man so bräuchte. Also wir haben eigentlich schon das meiste, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und das hier wäre auch einfach ein Donut, das heißt, da brauche ich auch 2 Zucker für? Genau. Außer du schaffst es dir ein, wir haben keinen Donut in der Auslage. Okay. Oh, Grand Austria-Teil. Super Spiel. Ja, wenn man es mit 2 Leuten spielt. Ja. Wir haben es auch zu viert wieder gespielt. Oh, zu viert, wenn du Startspieler bist, dauert ein bisschen, bis du wieder dran bist. Ach, in der Walzer-Erweiterung haben sie ja neu gemacht. Da bietest du auf einen Startspieler. Und dann geht es immer 3 um. Das ist auf jeden Fall besser, weil ich mochte das Spiel auch, aber das hat mich gekillt. Ich habe es einfach zu 2 gespielt, fand es großartig, dann danach zu 4. Ich dachte, hol mich hier raus, ich will hier raus, Hilfe. Wir haben es nur zu dritt. Ich habe meine 2. Impfung gehabt. Ich habe dann immer die Zeit genutzt, wenn ich lange draußen war, mich nochmal irgendwo hinzusetzen und einfach nur 5 Minuten kurz zu ruhen. Naja, also gut, aber hat durchaus ein paar Schwächen. Aber ja, ich mag es ja. Simone Luciani sowieso. Lorenzo ist immer noch ein Ticken besser, aber die beiden Spiele sind schon, ich meine, beide Spiele tauchen nicht in euren Top 100s auf, was ich nicht verstehen kann. Vielleicht nächstes Jahr, gucken wir mal. Es wird ein 4X Eurogame von Cranio geben, wo auch Simone Luciani und noch irgendwer anders von denen mitmacht. Kommt bei Cranio raus nächstes Jahr, wird auch eine Kickstarter-Kampagne geben und da werdet ihr hier auf jeden Fall vor ein Video zu sehen. Ich habe nämlich heute mit denen geschrieben, die meinten, ja, du kannst es auf der Messe in Golem abholen, wo ich auch schon gehört habe, das soll schon im Vergleich zu den anderen Spielen sehr verzahnt sein, wo ich habe, die anderen Spiele sind auch schon sehr verzahnt, also ja, das ist noch verzahnter. Ich freue mich drauf, also Flo freut sich drauf und ich freue mich drauf, diese Flo zu spielen. Gut verzahnt. Naja, aber, nicht überfordert. Ja, aber wenn das neu, also ich weiß nicht, was der mir das hier geschrieben hat, sonst so spielt, was klang schon so nach, es ist nochmal eine Spur mehr, ja. Und er wusste nicht, ob ihm das so gefällt oder nicht. Ich weiß, Flo wird es feiern und dann werde ich das hier auch präsentiert bekommen. Ich gebe Flo das mit und hoffe, Flo eine Woche später wieder. Ich glaube, ja, nee, weiß ich gar nicht. Golem habe ich mir ein Video mal angeguckt. Ich habe mir nur das Material angeguckt und wusste schon, okay, es sieht aus wie alle seine Spiele, dass sie irgendwie verzahnt sind. Mich interessiert nur die Mechanik. Ich weiß, das wird exakt so sein, noch irgendeinen neuen coolen Kniff haben. Das wird gut sein. Das hole ich mir. Da sage ich Flo, bitte. Flo wird eine Woche später wiederkommen und sagen, oh, ich habe 13 Partien gespielt. Können wir machen. Ach, herrlich. Schau dir den anderen Band an. Welchen anderen Band?
Achso, ja, okay, Bands in der Brettspielwelt gibt es ja gefühlt 3 Millionen. Bevor wir jetzt aber hier loslegen, denn wir machen ja hier viel Kaffee. Die Leute, die Kopfhörer haben, sollten jetzt auf Mute drücken. In 3 Sekunden. Und sorry an die lieben Trolle, es macht einfach mehr Spaß, wenn ihr nicht trollt, deswegen habe ich euch deaktiviert. Und wer zuguckt. Peter, es gibt einen anderen? Ja, es gibt ja. Allein bei Spiellama gab es ja insgesamt 2 oder 3 Bands. Der eine ist jetzt bei Frosted gelandet. Ich habe 3 Bohnen, ich habe 5 Bohnen am Anfang, 2-mal Zucker. Nee, keiner Zucker. Ikonografie-Fragen können wir noch klären, ne? Was macht denn das da? Okay. Kontakte. Aktiviere Kontakte allein oder in Kombination mit einer Stadtbasisaktion. In Klammern ein Kunden anlocken, Tresen verbessern oder Ziel verbessern. Um Kontakte mit einem Kunden anzulocken, zu kombinieren. Sieh dir die 3 obersten Karten des Kundenstapels der Stadt an. Sie gelten nun für dich als sichtbar und du kannst einen von ihnen wählen. Achso, du akquirierst damit die Leute. Also so ein Netzwerk, das verstehe ich im Beine. Lege danach die restlichen Karten und die zu Tresen verbessern. Boah, ey, jetzt diese Wall of Text, die ist furchtbar. Kontaktaktion. Okay, jetzt eine Aktion, aktiviere die Kontakte, das allein und hintereinander. Okay. Und Kontakte mit einem Kunden. Um Kontakte mit einem Kunden anlocken zu kombinieren, Kunden anlocken ist eine Fähigkeit. Sieh die obersten 3 Karten des Kundenstands an, sie gelten von nun für dich als sichtbar, weil man sich die obersten 3 Karten anguckt. Du kannst einfach nur wählen, wenn du einen Kunden anlocken aktivierst. Lege danach die restlichen Karten. Okay, du kannst Kontakte auf gleicher mit Tresen. Okay, um Kontakte allein zu aktivieren, ziehst du die obersten. Okay, das heißt einfach nur, dass wenn du das halt aktivierst mit, ich kann hier Leute anziehen, dann darfst du, also scheinbar darfst du hier aus der Auslage nehmen oder hier immer den obersten. Und hier yeah. Auf jeden Fall mit der Aktion darfst du dir immer hier die obersten 3 Karten angucken und kannst du auch einen davon dann nehmen. Ach so, das. Die gelten für dich persönlich dann als sichtbar. Das heißt, ne, ich habe ja nur 5 Jahre auslegen und du könntest dann halt aus quasi 8 auswählen und dir davon einfach einen aussuchen. Aha. Man hat also einfach mehr Auswahl. Das kann man auch mit Tresen verbessern oder Stil verbessern. Genau. Was ja die je nachdem, was wo er halt drin liegt. Genau. Die werden wir wahrscheinlich nie hier finden, weil da gibt es die Aktion ja gar nicht. Nee, es ist hier auf der Seite. Stimmt. Es geht ja um die. Ja. Ja, perfekt. Okay, gut, verstehe. Hier ist wahrscheinlich die Anzeige unter Bens Bild. Das ist irgendwas mit Twitch. Frag mich aber nicht was. Beim Kaffee machen eine kurze Redepause. Ach, ging nur um innerliche Fragen. Und hier auch lecker Kaffeespezialität. Filterkaffee trinke ich ja gar nicht, aber sowas. Eigentlich sollte es relativ stabil durchlaufen. Ich höre hier mal kurz rein. Sehr gut. Stimmt das mal gut? Ja, vor allem letzte Subs, höchste Spende. Alles, hopp, Twitch einfach raus und steht ihr da. Ich habe das einfach mal aktiviert und jetzt kann ich das auszustellen. Dann gibt es eine Glühbirne. Damit die ist ja auch hier nochmal. Genau, damit aktivierst du eine von deinen Stilverbesserungen. Stil ist, glaube ich, das, weil das ist nämlich Tresen. Genau. Genau, aber halt wirklich nur was auf einer Karte ist. Also ein Symbol auf einer Karte. Okay. Was haben wir denn noch? Das ist, glaube ich, krieg einfach einen Siegpunkt. Weitere Empfehlung, nimm einen sichtbaren Kunden. Nee, das ist, nimm einen sichtbaren Kunden aus der Stadt, dessen Gruppensymbol einen deiner bereits im Café befindlichen. Achso, die Leute, die übrigens mit einem Lachsmiley liegen bleiben, die zählen auch dazu, dass du die Leute da das Symbol benutzen kannst. Nur mal so gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Wenn sie obersten Tresen verbessern. Ach so, nimm einen sichtbaren Kunden, der sich bereits in meinem Café befindet und lege ihn in den Ablage. Gruppensymbole sind in deinem Café, wenn sie auf deiner obersten Tresenverbesserung einer deiner. Ja, also weiter, das ist Weiterempfehlung, da kriegst du einen Kunden, also das gleiche wie mit dem Symbol, bin ich jetzt blöd? Einen Kunden andocken. Nimm einen sichtbaren Kunden aus deiner Stadt und füge ihn deinem Ablagestapel hinzu.
Ach, ein Kunden-Unlocken. Ich kann einen weglegen. Aus deiner Stadt? Das ist die Stadt. Ach so. Und bei Kunden-Unlocken steht nur, nimm einen sichtbaren Kunden aus der Stadt und füge ihn deinem Ablagestapel hinzu. Und bei Weiterempfehlung steht, dass es dann mit dem Symbolen übereinstimmen muss. Okay. Das heißt, hier kannst du einen x-beliebigen nehmen. Mhm. Okay. Und damit dann nur so ein, oder wie ist das gemeint? Ja, das, was offen bei dir liegt. Also entweder, wenn du hier schon irgendwelche Verbesserungen hast, oder alle, die hier liegen, okay, oder Leute, die hier bei noch drin liegen. Okay, also nicht irgendwen, sondern der Radfahrer sagt dem anderen Radfahrer, hey, guck da mal vorbei, ist gut, Luftpumpe, genau, geh da mal hin, du. Und ich sag, die Luftpumpe, die wird das Spiel machen. Wir haben eine Tasse, Frühaufsteher. Ah, das ist das Symbol. Damit kriegst du die leere Tasse. Mit der Tasse, ja. Ja. Dann haben wir einen Typen Laufkundschaft, der Typ, der rausgeht, der Notausgang quasi. Da, ja. Nimm einen beliebigen sichtbaren Kunden aus der Stadt und lege ihn ans Ende deiner Schlange. Das heißt, da ist der dann schon da drinnen. Okay. Das kann man auch hier. Das heißt, da legst du schon welche vorher rein, bevor es losgeht. Mhm. Okay. Weil 24 Stunden geöffnet, macht ja auch Sinn. Ja. Das ist, verliere eins, aber hol dir dafür einen Typen. Ja, okay. Aber sie ist halt geil, weil die macht dir ganz schön viel. Yes. Ah, und hier hast du auch das Symbol mit dem Fröhlichmachen. Da kannst du nämlich den Fröhlichmach-Smiley auf einen Typen in der Schlange legen. Und dann bleibt er halt für die Runde da. Oder wenn du ihn nicht befriedigen kannst, dann wird er einfach nur normal. Okay. Hier siehst du ein Paket. Das heißt einfach nur, er möchte gerne einen Snack. Snack bedeutet Süßigkeit. Okay, also auch wieder zwei Zucker. Ja. Was macht das richtige Paket? Das richtige Paket, aktiviere ein Symbol auf der Tresenverbesserung, also das Pendant zur Lampe. Mhm. Okay. Und dann, glaube ich, haben wir es schon fast. Dann ist die Ikonografie schon. Das Auge hatten wir? Das Auge hatten wir noch gar nicht. Kundenanalyse. Ziehe zwei Karten von deinem Kundenstapel und schaue sie dir an. Entscheide jeweils, ob du sie in beliebiger Reihenfolge zurück oder auf den Ablagestapel legst. Wo? Auf der. Diesmal, entscheide jeweils, ob du sie in beliebiger Reihenfolge zurück oder auf den Ablagestapel legst. Okay, es gibt hier Ablege. Also du kannst dir hier Karten angucken oder kannst du entweder wieder hinlegen oder auf den Ablagestapel legen. Nee, das ist ja von deinem Kundenstapel, das heißt, das sind die, die du nachziehst. Achso, gut, du kannst einfach bei dir den Deck quasi scouten. Ja, aber ich verstehe noch nicht ganz, ob du sie zurück oder auf den Ablage. Ach so, du hast ja den Ablagestapel, das heißt, du kannst gucken und dann legst du ihn rüber. Genau, guckst du an, sagst, die können da bleiben und kannst sagen, ja, den will ich nicht ziehen, ja, ich will lieber die ziehen bei diesen Geiler. Okay, das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Okay. Ich auch nicht. Prost. Was haben die gegen meine Luftpumpen? Ich finde Luftpumpen super. Ich meine, es gibt ja sonst noch eine virale Werbekampagne, ein Raucherbereich, nicht ganz so an. Backsteinwände, 24 Stunden geöffnet, Bäckereipartner, Kaffee-Starter-Kit, antike Herdkanne, isotonische Espressi, Kopi Luwak. Ist Kopi Luwak nicht dieser Kaffee, der aus dem Darm von irgendwelchen besonders hässlichen Katzen kommt, den die erst einmal verdauen? Das ist teuer. Kann sein, ja. Stimmt auch sehr lecker. Gut. Dann, also, Aktion. Ich mache einfach eine von diesen Aktionen und, aber ich will mich ja eigentlich zuerst verbessern, ne? Hiervon habe ich noch nichts auf der Hand, weil das kommt erst mit dem Hype. Einfach bloß der Nachziehstapel. Okay, also will ich ja eigentlich erstmal eine Karte. Würde ich auch sagen, weil du kannst Leute noch gar nicht anheuern. Ach doch, der geht natürlich, weil das hieß ja, das ist keine Weiterempfehlung, du könntest dir einen nehmen, aber. Genau, wenn ich jetzt eigentlich unbedingt besonders gerne haben möchte, würde ich mir natürlich holen, aber so. Mache ich ja einen von den beiden Aktionen vermutlich erstmal. Wobei ich könnte auch erst hier was Cooles machen. Und die Aktion hast du einfach nur, der geht eins hoch, oder? Genau. Und das Paket war? Du kannst eine von den Verbesserungen nutzen. Ich glaube, das war, glaube ich, Stil und das war Tresen. Nicht so intuitiv tatsächlich. Aktion ist die Tresenverbesserung. Also. Der Karton ist Trese, also da, wo er auch gerade drin ist, das ist der tatsächlich. Aber wenn ich jetzt mir hier erstmal was hole, habe ich ja, also ich habe Ressourcen. Ich kann also schon mal Leute befriedigen, das ist schon mal gut. Und das kommt hier so hin. Ja. Okay. Und da liegen nur solche Dudes aus. Das hier ist auch nicht einfach allgemein, das ist so ein Workaholic wahrscheinlich, ne? Das kommt so. Ach, der Nepper vor sich. Boah, das sind ja hier Entscheidungen. Und wenn ich das habe, bin ich nicht Startspieler, ne?
Das ist wie bei Grand Austria Hotel. Man befriedigt dort auch die Leute. Ich mache mir das und hole mir aber mal. Aber es steht bestimmt nicht so drin. Sollen wir aufhören, befriedigen zu sagen? Wer stört sich denn hier am Befriedigen? Ist etwas speziell, würde ich sagen. Hallo? Aber wie sagt man das denn sonst? Wir stillen die Bedürfnisse. Wir stellen sie zufrieden. Ja. Befriedigung. Kohle ist ja nicht da, da kann man sowas sagen. Gut, ich mache wahrscheinlich nur eine Aktion, dann du oder mache ich beide? Nee, nacheinander. So, dann wird direkt nachgezogen. Oh, hier kriegt man jedes Mal. Das ist nachher bei der Abhandlung der Leute. Da geht man so von links nach rechts. Man muss sie immer von links nach rechts befriedigen. Mhm. Du musst sie die Bedürfnisse stillen, wenn du kannst. Also musst du mal links anfangen. Und wenn du kannst, dann machst du es. Und das ist einfach nur der Marker, wo bist du gerade. Okay. Ob man den da wirklich so braucht, weiß ich nicht. Aber hier ist natürlich geil. Hier kriegst du jetzt mal einen Siegpunkt, wenn ich das mache. Ne? Gut. Und Zucker, glaube ich, kann man doch schon das öfter mal nutzen. Ne? Ich glaube, das hole ich mir. Das ist überhaupt nicht gut. Das würde ich mir nie im Leben holen. Nee, ne? Nee. Ich hole mir den mal. Okay. Also gehe ich auf den... Ach, wenn man vom Kohl spricht, dann ist er da. Das macht den Kohl doch nicht fett. Koffeinstreusel. Vintage-Milch. Und dann habe ich jetzt schon eine zweite Action. Wenn ich jetzt mein halb erhöhe, brauche ich natürlich auch automatisch mehr Sachen, um die Leute zu befriedigen. Ne? Mhm. Geht das noch irgendwie wieder runter? Aber wenn ich das fünfmal gemacht habe, ist der doch einfach hier, oder? Dann drehst du ihn um und wenn du dann immer den halb erhöhst, dann würdest du immer Siegpunkte kriegen. Ist auch sexy. Und runter geht es halt durch solche Leute. Mhm. Okay, das ist ja. Man kennt ja sein Startdeck, ne? Was braucht man denn hier so? Man braucht Bohnen. Hat man ganz viele. Ich brauche maximal 3 Bohnen. Man hat am Anfang gar keinen Zucker, ne? Genau. Ich habe mich entschieden. Zucker. Ich hole mir mal 4 Zucker. Ha, wahrscheinlich werde ich es auch gleich machen. Der sieht schon, also er fühlt sich nicht so an, aber er sieht sehr originalgetreu aus. Richtig. Ding hat das Tilt gemacht. Das Tilt sagt übrigens gar nicht. Was ist das? Warum werden da Leute befriedigt? Ich wusste, dass es Cole gefällt. Hier geht es um Käffchen. Wir haben unsere eigene Rösterei und die Leute kommen, um Kaffee zu trinken und manchmal auch noch Snacks zu naschen. Mhm, ich habe das Bonanza. So. Dann. Ach, mache ich das auch, ne? Ist doch klar. Da kriegst du auch kein Blut für. Zack. Und eine gute Bewertung. Ich lese die jetzt nicht vor. Hier ist jedes Mal auch noch was draufgeschrieben. Doch, 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 erzähl. Aber es ist auf Englisch. Believe the hype is gleich D. If you don't know, now you know. Ich sag ja, ich wollte das nicht vorlesen. Kaffee und Snacks. Das heißt, es lasst Raimund nie wieder Englisch vorlesen. Das haben wir ja schon mal gehört. Dann kommt jetzt Hype, ne? Hype, genau. Jeder zieht 2 Leute. Und legt die gleich hier offen hin. Genau. Granny. Oma. Ja, Oma ist gut, ne? Die kriegt immer was. Und die können aber auch nie böse werden. Aber wir haben ja genug Sachen. Das heißt, wir müssen ja auch zumindest die... Ne, das müssen wir befriedigen. Mhm. Da haben wir auch genug. Und bei dem anderen können wir uns aussuchen. Die kommen auch dann einfach auf den Ablagestapel und die kommen wieder, ne? Genau. Die kommen immer wieder, weil die finden deinen Laden cool. Die mögen dort deinen Donut. Bei dir ist ja... Ah nee, Kaffee hat natürlich keiner. Ne? Aber ich habe hier zum Beispiel einen Donut-Typen und ich habe einen Donut. Das heißt, bei hier reicht nämlich ein. Ich kann nämlich beide. Ich kann alles, ich kann alle voll befriedigen. Ja, ich auch, aber bei dir ist ja viel... Ja, um einen günstiger, ne? Naja. Aber jetzt kriege ich hier einfach 2 Dinger für. Weil erfüllt. Genau. Right. Und die kann ich... Also die kommt jetzt auch einfach auf den Ablagestapel. Also eigentlich würde ich auch mit ihm hier anfangen, aber er braucht nur eine Bohne. Was ist das hier? Du könntest jetzt die Oma entfernen aus deinem Stapel. Weil? Er vergrault Leute in der Warteschlange. Aber die Oma mag ich eigentlich. Ja, ich eigentlich auch. Gibt es hier auch mal negative Leute? Na, ich glaube einfach, dass du nachher die vielleicht nicht so magst. Also bei der Freund zum Beispiel, der kann jetzt nicht so viel. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Die Oma behalte ich erstmal. Ja. Ich habe ja auch alles befriedigt. Also wenn es nachher komplizierter wird, weil jeder hat von uns Trigger-Aktionen, da müssen wir gucken, was das nacheinander... Genau. Ich krieg nochmal 3 gute ab. Nein, ein Spiel, in dem Ben alte Damen befriedigt hat, Karl. Oma ist sehr zufrieden.
Und Opa, oh, ich habe Oma und Opa. Die sind beide happy. Also drei müssen wieder zurück. Wie und viele Starter kommen gibt es jede Runde? Wie kann ich das erhöhen? Gibt es nämlich nicht. Hast du schon viele gute Bewertungen? Ich habe hier mal. Ja, ich habe jetzt aber auch hier die drei gerade gekriegt und du ja anscheinend nur zwei, natürlich die Oma. Ja. Das heißt, den alten Mann ziehe ich ja jetzt gleich und dann kriegst du den faulen Freund. Das ist ja ein fauler Freund. Der muss sich aber auch befriedigen können. Der faule Freund hat irgendwie optisch Ähnlichkeiten mit mir. Ben, Corona, was ist? Oh, ich will auch mal Leute in einer Warteschlange vergrauen. Es gibt ein Spiel, das heißt Warteschlange. Also, ich glaube, polnisch oder so ist das sogar. Haben Leute geschrieben, die haben halt damals im Ostblock gewohnt und die haben mal gesagt, hey, da gab es halt Warteschlangen, haben halt immer gestanden, haben ein Spiel zu machen. Ich glaube, das Spiel ist nicht so gut, aber für Leute, die das so miterlebt haben, hat das einen gewissen Wert. Das ist, glaube ich, irgendwann mal in Pegasus rausgekommen. Und das heißt wirklich einfach Warteschlange auf Englisch, auf Polnisch, Tschechisch, was auch immer. Gut, dann haben wir Weiterempfehlungen. Was war Weiterempfehlung? Das war gerade einfach Punkte abräumen, oder? Bedienen? Genau. Du hast deine Sachen abgegeben. Wollte keiner einen Donut oder sowas? Nö. Den Kuchen von der Oma hast du nicht genommen? Doch. Doch, habe ich. Aber ich habe ja vier Zucker gehabt. Ah, du kriegst ja so abgeben. Viel. Okay. Ich habe ja hier gleich ne, noch einen Zucker mehr. Gut, dann Weiterempfehlung. Da du nämlich Startspieler immer noch bist, bist du der als erstes eine Weiterempfehlung kriegt. Das heißt, du darfst gucken, ob du dir zum Beispiel einen Schnurrbart-Typen nimmst. Weil du hast ja jetzt Schnurrbart liegen und du darfst jetzt einen Typen nehmen. Ich darf mir irgendwen nehmen? Nein, nur das, was optisch bei dir auch da liegt. Na. Und dadurch, dass du die Kanne hast, sprechen dich Schnurrbartträger an. Zum Beispiel so ein Techno-Fan. Ja. Die eindeutig weiblich ist. Was, wofür stehen denn diese Schnurrwerte? Was heißt denn das? Das sind die Hipster. Ah, muss ich dafür ein Dings abgeben, einen Lautsprecher? Nee, du gibst Kuchen ab und kriegst einen Lautsprecher. So rum. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie rot und grün oder so? Das ist ein orangener Lautsprecher. So ein weiß. Der Kreis drumherum? Das ist einfach nur ein Kreis. Okay, gut. Aber ich muss den nicht nehmen, aber ich kann. Ja. Und die will aber das, was ich hier schon habe. Ja, perfekt. Dann müsste ich nur noch eine Bohne abgeben oder gar nichts, weil die das einfach... Befindet. Eine Bohne. Ansonsten wären zwei Bohnen. Muss man sich jetzt auch ein bisschen Memory spielen. Ne? Und die kommt dann auf meinen Ablagestapel. Ja, genau. Erstmal. Das ist doch so ein Spiel, bei dem ich nach der runden Tisch verlasse, weil ich irgendein so bärtiger Dutträger in meinen Kaffee kommt und koffeinfreie Bildung. So, ich nehme mir denn die Berghain-Stammgäste, wobei die irgendwie nicht so leicht zu Bedürfnisse stillen sind, weil die irgendwie so viel süß und so viel Kaffee wollen. Die sind ja auch sehr süß. Aber ich habe eh Donut. Das heißt, ich habe ja... Also es reicht auch, dass ich einen habe, dann kann ich alle damit immer gleich so runter machen. Dann brauchst du trotzdem zwei Zucker, oder? Pro Donut? Ja, genau. Ja. Naja, also ein pro Donut. Ja. Genau, also zwei insgesamt dann. Okay, also habe ich ihn genommen. Chris Evans hat übrigens gesagt, bei mir gibt's Epic Blend Love It Coffee Addict. Und Laura Ann hat gesagt, a great place to slowly sip your coffee. Mhm. Gut, dann Feierabend. Das heißt, die Baristas kommen wieder zurück. Wir... legen die Karten hier noch dort. Ein Fotoautomat und ein... Oh, Kaffee-Croissants. Auf die Idee ist noch keiner gekommen, oder Croissants mit Kaffee zu füllen. Ich glaube, das hat vielleicht auch einen Grund. Ich brauche die Luftpumpe. Die ist bald weg, aber sie ist ja nicht weg, sie ist ja nur woanders. So, dann wechselt der Startspieler, weil du hast die leere Tasse nicht genommen und damit bin ich jetzt Startspieler. Kaffee könnte langsam knapp werden, ne? Das Doofe ist, wenn ich das mache, dann erhöhe ich auch meinen Hype. Das ist doch gut. Dann brauchst du mehr Ressourcen. Bam. Und dann könnte alles Mögliche kommen. Das heißt, ich sollte vielleicht nochmal diese Ressourcen ausbauen. Hier kriege ich einfach noch Kaffeebohnen dazu. Wäre vielleicht ein erster guter Schritt, ne? Mehr Bohne gleich mehr gut. Ja, komm, wir holen mal. Und das war, das ist Startspiel, dass du auch nicht Startspieler bist, ne? Ja, das wäre immer, wenn ich einen Zucker nehme und einen Siegpunkt, werde ich auch noch Startspieler. Ja, komm, wir bauen den Tresen aus und ich hole mir mal diesen Croissant. Dann haben wir jetzt hier pfeifende French Press. Oh, danke, Kohl. Du kennst mich vom letzten Jahr. Das war die epische Tekino-Partie. Richtig. Wo Markus und ich, Ben, zusammen
geschlagen haben. Die Frage ist, Cole ist auch erst seit der Spiel da? Nee, der war schon vorher da. Ne? Weil viele von den Stammzuschauern sind tatsächlich auch erst seit der Spiel dazugekommen. Oh, hallo Kaladan. Wer ist Raimund? Ich mag seine Stimme. Ein seltener Gast. Ja, ja, traditionell. Einmal im Jahr. Nähere Infos werden verweigert. Es gibt da auch gar nicht so viele, oder? Also Raimund mag Brettspiele. So wie alle hier. So. Oh, das sind ja so... Oh, hier, dreimal einen Halbbruch machen. Also... Was ist denn das hier? Ziehe eine Karte von deinem Kundenstapel und lege sie ans Ende deiner Schlange. Muss man? Ja. Du führst sie tatsächlich immer aus, außer es steht in Klammern. Okay. Beziehungsweise dort ist es ja so, dass du, wenn du mehr als vier Symbole hast, dann musst du es natürlich nicht. Mhm. Weil du immer nur vier machen musst. Aha. Gut, dann möchte ich, glaube ich, erst mal das, obwohl ich will auch mal das da verbessern, ne? Wenn ich dann mehr geilen Kram kriege, wenn ich das mache. Das war nochmal. Du kannst eine von den, die Stilverbesserung, genau. Eine Stilverbesserung aktivieren. Ha, viel zu tun hier. Das stimmt, die Luftpumpe ist erst dann gut, wenn du noch einen anderen Gegenstand hast. Mhm, aber was man hat, das hat man, ne? Das stimmt. Bevor du die kriegst, die coole Luftpumpe. Ich möchte, glaube ich... Also ich mache nochmal das hier. Ich hole mir den esoterischen Espressi, vergraue die Hipster und jetzt soll die Faradut zu mir hin. Meine Zeit ist recht begrenzt. Göttingen dauert ein bisschen hierher zu kommen. Und außerdem bin ich Papa. So. Ja. Und ja, es ist quasi eine feste Umlaufbahn, die einmal im Jahr in Göttingen kommt. Was ist das denn? Ein inspirierender Espresso. Mit einer Glühbirne drin. Schön. Ich werde mir jetzt Kaffee holen. Das heißt, mein Hypometer geht um 2 hoch. Ich darf mir 2 normale Bohnen nehmen. Und jetzt kommen wir zum Gambeln, weil wir uns ja für die Gamble-Variante entschieden haben. Das heißt, ich nehme diesen Löffel und ich ziehe mir so viele Bohnen, wie geht. Schon ordentlich. Ja, ja, ja. Das war bestimmt ein guter Move. Ja, das war nicht schlecht. Ähnliches werde ich jetzt auch tun. Ich nehme mir auch erstmal 2 Bohnen. Das Paket war jetzt, dass ich eins von denen hier aktivieren kann, ne? Genau. Also kann ich mir jetzt noch einen Zucker nehmen? Genau, also muss man mit einer Karte sein. Du könntest dir jetzt nicht das hier nehmen. Okay, aber da Zucker. Und dann darf ich das hier auch machen. So geht auch? Ich würde sagen, ja. Wobei ich nicht weiß, der liegt ja nicht mehr in dem Loch drinnen, ne? Der liegt ja auf dem Teil. Also ich weiß nicht, ob dieser eine geschummelt war. 2, 4, 6, 8, 9. Was sagt denn die Regel dazu? Weil das könnte man hart abusen, das fällt natürlich auf den Boden. Ja, eben, man kann das auf das ganze Ding legen, ne? Oh, da geht schon was. Ich fühle den erstmal zurück. Ich würde ja sagen, nur dass das in diesem Loch drin ist, weil naja, man kann es ja wirklich ausnutzen. Bevor ich jetzt die Stelle finde auf diesem 30 Seiten Regelwerk. Ich würde zu sehen mit dem Löffel. Ja, man kann es auch spielen, man kriegt immer 6, aber das ist ja langweilig. Hallo Brettspieler NRW. Ich hoffe, ich habe alle anderen begrüßt, die da sind. Oh, und ich habe ja noch eine Kaffeespezialität. Prost. Oder was sagt man, wenn man bei Kaffee anstößt? Gibt es auch irgendwo Prost? Röschen. Oh, ich habe keine Ahnung, an welcher Stelle das jetzt stand. Hallo Jockel, wo ist denn Jockel, ey? Ja, cool. Jockel, hi, moin. Ja gut, wenn jemand aus Stuttgart moin sagt. Gefällt mir. Benutze den Messlöffel, um Bohnen aus dem Vorrat der Stadt zu erhalten. Du hast nur einen Versuch, wenn du den Messlöffel benutzt. Alle Bohnen, die dabei runterfallen, müssen in den Vorrat zurückgelegt werden. Der Messlöffel ist optional. Also ich bin ja dafür, dass wir nur das nehmen, was im Loch ist. Ansonsten ja, packen wir das Ding ja jedes Mal so voll. Das ja, ist Kaffee ja keine Mütze in der Faktor mehr. Schön. Waren die Kaffeebohnen und der Zucker schon dabei? Leider sind die nicht so nahrhaft. Also die kommen unverdaut wieder raus, kann ich dir garantieren, wenn du die isst.
Und vielleicht kriegst du einen Krebs, das weiß ich nicht, aber. Also ich hoffe nicht. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Das heißt, wir ziehen unsere zwei. Nee, ich ziehe sogar ein mehr. Hast du auch schon einen halb erhöht? Nee. Ich habe mir zwei extra Bohnen genommen, ja, ne? Stimmt. Ich hatte zwei, zwei, vier habe ich. Oh nee, jetzt habe ich wirklich schon die Leute. Jetzt habe ich schon den ersten Negativ-Eintrag. Und ich kann ihn auch nicht befriedigen. Du brauchst doch nur, du hast doch Milch noch da. Ich brauche zwei Zucker, drei, vier Zucker, oder? Naja, aber es ist, wichtig ist ja hier rechts, das kriegen, ja, links oben. Das ist das Wichtige. Und das schaffe ich ja halt nicht, weil meine Bergheim-Stammgäste leider Donuts wollen und ich habe keinen Zucker geholt. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Und dabei sind das Stammgäste. Oh, das. Ach, schade. Ich glaube, dass es keine Kickstarter-Beigabe ist. Ich glaube, das ist auch im Retail so. Kickstarter sind aber diese Beutelchen. Frag jetzt bitte nicht, wo ich das weiß, wo ich was weiß. Oder wie Kopi Lübeck draus. Wurde schon gesagt, was man das Spiel in Essen bekommen kann? Weiß nicht. Also es war ja lange in der Mache. Und es ist von Quality bis. Ich würde davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich irgendwo mal gibt. Würde auch sagen, dass es da erhältlich wäre. Okay, der kann ja eh nicht schlecht gelaunt werden, deswegen macht. Obwohl, der Ding ist ja. Oh, dann kriegt der hier einfach zwei Zucker. Ich bräuchte mal so ein Croissant. Ganz schlechte Runde. Auch bei mir geht's. bedienen. Dann handelst du dann ja irgendwie zuerst ab, wahrscheinlich. Ja, wobei es wieder irrelevant ist, weil ich nehme niemandem was weg. Also ich befriedige die einfach nur und kriege nichts dafür. Das hier unten kriegt man auch nur, wenn man das Hauptbedürfnis befriedigt. Genau, also kriegst du auch was dafür, oder? Naja, ich könnte jemanden vergrauen, möchte ich nicht. Oder kannst du ihn nehmen? Ich habe weder Fahrradfahrer noch Discogänger in der Auslage, das heißt, ich kann keinen nehmen. Aha. Nee, das war doch irgendjemanden nehmen, ne? Weil das Symbol ist. Ja. Das andere war ja Weiterempfehlung. Weiterempfehlung war jemand aus der Liste. Stimmt, das heißt, ich könnte mir tatsächlich jemanden nehmen. Richtig. Dann nehme ich mir doch jemanden. Die Glühbirne war das, was da ist, ne? Genau. Paket hier, Glühbirne da. Das hätte man irgendwie noch mal so ein bisschen grafisch deutlich machen können, finde ich. Ja. Hype will ich auch nicht, aber da gibt es ja nur noch doofe Leute. Was wollen die denn? Die wollen alle so viel essen. Ja, Kaffee und Kuchen. Auf der Bienenkon konnte man das nur spielen nicht kaufen. Ja, dann. Ach, schade, die Bäuchlichen finde ich richtig cool. Ja, die Bäuchlichen sind super. Nee, ich möchte keinen Typen haben. Die sind alle, die brauchen Ressourcen, die ich nicht habe. So, wichtig ist aber, ich kriege jetzt diesen komischen Dingfuß. Du darfst deins abhandeln und ich gucke nochmal genau, wie das war. Ja, also ich habe sie hier komplett befriedigt. Die beliebte Freundin. Dafür kriege ich halt einmal eine Bewertung von Knin. Wow, this sure tastes like coffee. Und kann mir auch irgendwie aus der Auslage nehmen. Und ich habe das gleich holen wie du, die sind alle doof. Für Soja brauchte ich zweimal Milch oder so, ne? Genau. Da läuft ja meine Engine noch nicht so gut. Das muss ich auch abgeben und hier meinen Vorrat legen. Wenn die mal das Futter, was habe ich denn für eine Engine? Ich habe so eine Zucker-Engine habe ich ja tatsächlich am Laufen. Aber den Hipster mit V-Ausschnitt? Den nerdigen Hipster, auch sehr schön. Aha. Oh, ja, ja, ja. Nur fürs Befriedigen kriegen wir gar nichts, ne? Nee. Aha. Und die machen nur Lautsprecher. Sie ist ja ganz verlockend, aber ha, noch ein bisschen drüber nachdenken.
Na komm, was macht das? Die Bewertungen sind ja auch immer weg, ne? Das habe ich auch. Ich hole mir mal den lustigen Vermarkter. Auf Nachlagestapel, ne? Und hier wird das Loch aufgefüllt, das wird aufgerutscht. Ja. Wir haben die freundliche Personalerin. Ich denke, es kommt, hat ewig gedauert. Kurs schon beim letzten nach Jute-Säckchen. Die gehen optisch schon sehr in die Richtung dieser Säckchen. Wenn ihr das auf das Spiel mal ansehen, kaufen sehe ich gerade noch nicht. Gute Linie habe ich auch befriedigt. Dafür kriege ich jetzt eine gute Bewertung, wenn ich noch. Warte. Na, wieso ich die. Ja, okay, da kriege ich einfach nichts für. Der ist nur nicht verärgert. Der kann ja auch gar nicht verärgert sein. Danke. So, ich habe jetzt das Ding, die sind verärgert. Mhm. Das heißt, der geht raus, kriegt eine schlechte Bewertung. Aber er geht jetzt auf den Nachziehstapel. Mhm. Wenn ich jetzt schon drei dort liegen hätte, dann gehen sie aus meinem kompletten Stapel raus. Okay. Also ist nicht so gut, wenn man mal nicht deren Bedürfnisse stillt. Aber ab da, wo ich. Werf ich die dann auch wieder ab? Oder? Nee, die bleiben drauf und sind nachher Minuspunkte. Aber sobald ich zwei habe, immer wenn ich einen nicht befriedige. Genau. Das heißt, du hast einfach nur. Du kannst zweimal kannst es machen, ohne dass sie abhauen und danach hauen sie mal ab. Gut, dann die Weiterempfehlung. Genau, ich kann mir einen Fahrradfahrer holen. Kann ich nicht, es gibt nämlich keine aus. Ich mir auch. Okay, das ist auch natürlich ein bisschen sehr random. Wenn jetzt ein für dich und für mich nicht, ist doof, aber. Da sind unsere beiden Lokale so aufgebaut, dass die Fahrradfahrer es echt gut hätten bei uns und dann kommen die nicht. Ja, wir nehmen uns auch echt die Kundschaft weg, ne? Ja. Am Feierabend. Das heißt, wieder zurück. Genau, reset. Wir schieben die Leute weg. Und wir kriegen hier einen Partyflyer, einen Hipster mit Melone und den zweiten Latte gratis. Das können wir uns nicht leisten. Nee. Okay, und der Startspielermarker wandert. Mhm. Ups. Also, die Kaffeeressource ist gerade nicht mein limitierender Faktor, sondern alles andere. Okay, da kommen sie natürlich alle. Ne? Die Aktion finde ich alle noch nicht so geil, deswegen werden die wahrscheinlich viel besser sein, als ich denke, weil. Also, ich möchte. Also, erstmal einmal, ich habe das Gefühl, ich möchte eigentlich nur hier ganz viel haben. Ja, das habe ich mir auch gerade noch. Weil vier Ressourcen wäre viel geil. Vielleicht der hier noch, also der ist vielleicht noch ganz nett, wenn du es dann mal machst, dann siehst du es, aber es ist auch so, du willst ja nicht nur den Tresen auf, obwohl. Eigentlich wollen wir den Tresen füllen, ne? Ich hätte auch gern was mit Milch extra, aber gibt's ja nicht. Mit Zucker? Ich habe noch einen Zucker. Ich habe viele Leute mit Zucker. Oh. Na komm, ich gehe mal. Da kriege ich die auch. Das muss man auch irgendwann machen. Das wird jetzt ein bisschen. Na komm, ich gehe mal hier hin und hole mir viel Zucker. Okay. Dann mache ich eine Tresenaufwertung. Mhm. So. Und wir haben unendlicher Kaffee. Oh, schön. Dann hole ich mir einfach nochmal drei. Boah, da kannst du zweimal ziehen. Das ist was. Oh, warte. Also brauchst du wirklich kaum noch die obere Aktion benutzen. Das ist gar nicht so uncool, ne? Ich geh mal dahin. Da kann ich mir auch sie dann nehmen. Schön. Und ich habe einen Kuchen. Jetzt kriegst du was noch geileres, nämlich. Oh, das ist natürlich auch nett. Nee, kann ich ja nicht nehmen, habe ich schon mal gemacht. Stimmt. Kaffee Concerto. Wer ist der Publisher? Quality Beast. Mal Milch? Man darf ja hier diesen, darf man immer durchgucken. Okay. Ich glaube, Milch brauche ich noch nicht, aber Zucker braucht man ja eigentlich immer. Also gehe ich hier unten hin, ich kriege 5 Zucker.
Ich kriege die kleine Tasse, die ich eh schon habe, und eine gute Bewertung. Da ziehst du mich schon ab. Ich habe nicht so viel Hype, leider. Ich habe 3 Hype. Das heißt, die Oma wieder und der Opa? Nee, der faule Freund. So, da geht der Kaffee aber auch schnell wieder weg, ne? Oh, ich gehe kaputt. Habe ich nicht gesagt, ich brauche keine Milch? Ich krieg die nächste schlechte Bewertung. Sehr gut. Mein Laden läuft. So, für den Kuchen brauche ich jetzt ja nur 1 Zucker und für den Donut 2, ne? Ja, läuft. Alles befriedigt. Ich krieg eine Bewertung von Kin2X, die sagt Drip of Paradise. Johnny Jesper sagt Coffee all over my face. I've eat it. Und Ross Graham sagt, after the first sip, I propose to the barista. Also ich habe einen Antrag gemacht, weil der Kaffee so geil war. Schön. Überleg ich. 2, 1, 2, 1. Wie schön. Nee. Ich lasse den Kuchen weg. Ja, so ein Deckbau-Engine-Bilder. Oh, schön. Gut, dann kriege ich nämlich nur 2 gute Bewertungen. Weil das Spiel hat wirklich so Kenner-Level, die Anleitung nicht. Ja, also die versucht Familien-Level zu sein. Dadurch, wenn du aber Fragen hast, dann blätterst du ewig durch, weil das ja alles 5-mal also so ganz, ja, ganz für sicher erklärt wurde. Dann gibt das in dem Umfang mal Familienspieler. Ja, das ist ja genauso wie Doodle Dungeon. Doodle Dungeon klingt ja auch nach so einem coolen, lustigen Roll-and-Ride Dungeon Crawler, aber du musst so viel Zeug lesen, da steigt jeder normale Mensch, der sagt, das ist ein Fun-Spiel, ich will das auf dem Tisch schnell spielen, vorher raus. Ja. Gut, dann bedient haben wir Weiterempfehlung. Ich könnte mir eine Musiker, du bist vorher dran. Ja, also die beiden hier machen ja nichts. Ich komme jetzt die Flyplane-Leute, ich hole mir mal sie hier. Die kommt dann auch auf den Ablagestapel, ne? Genau. Dann brauche ich aber Milch. Und dann brauche ich viel Milch. Ich werde Milch kriegen. Gut, ich kann mir keinen holen, dann ist Feierabend. Ich weiß nicht, warum man das hier drauf stapeln sollte. Ich packe das jetzt mal daneben. So viel Platz ist denn da doch nicht. Was war das nochmal? Das war, wenn ich 3 gleiche Aufwärts. Nee. Symbole. Also hier in der Auslage dann. Ja. Okay. Unbezahlte Praktikantin, Gastgeschenke und Molokos Plus. Und du hast die Kaffeetasse, also fange ich wieder an. Nee, es muss. Wir haben es noch nicht gewechselt. Achso. Ja, das heißt, es wechselt jetzt wieder. So, ich bin dran. Brauche auf jeden Fall noch mal Milch. Ich brauche auf jeden Fall Milch. Kaffee habe ich noch. Aber gibt es dort eine Aufwertung? Ich bin wirklich für die anderen ist alles noch so. Ja, will man nicht. Zumindest nicht, wenn die Ressourcen-Engine nicht läuft. Ja. Ich glaube auch, also einmal so richtig fett Ressourcen holen. Aber. Habe ich gefühlt gerade gemacht, alles nicht wieder weg. Ich bin vielleicht noch für dieses Fahrrad-Fahrrad-Ding hier, dieses. Die virale Werbekampagne. Ja, irgendwie. Komm, ich hole den. Caffeinated Dog Rides Bike Like Human. Ich hole mir den jetzt mal, weil reingucken und zu wissen, was kommt, ist, glaube ich, schon mal ganz mal manchmal nett. Das Spiel ist auf Deutsch, nur die Bewertungen hier sind auf Englisch. Offene Bühne. Na komm, dann mache ich es jetzt mal. Ich gehe mal hier hin. Was natürlich hier der Vorteil ist, du bist natürlich flexibler beim Leute hier holen, beim Weiterempfehlen, weil du viel mehr Sachen da hast. Das stimmt. Und irgendwann müssen die Fahrradfahrer kommen. Und das war? Irgendwie wegschicken oder so? Nimm einen beliebigen sichtbaren Kunden aus der Stadt und lege ihn ans Ende deiner Warteschlange. Also da kriegst du auch irgendeinen Kunden. Ah. Aber da ist es wieder ein beliebiger. Ich finde diese Weiterempfehlung, die ist schon echt am schlechtesten, weil du kriegst auch so deine Leute. Mhm. Danke, ihr Esel. Also Ressourcen sammeln, dann Impulse. Halbwertsteigerung mehr, da sind auch mehr Ressourcen auf Kante haben. Ja. Aber jetzt kriege ich immer, wenn ich hier einen Ausbau mache, noch einen Punkt dafür. Ja. Und wir kriegen neu das Unternehmertreffen. Meet the Coffee Entrepreneurs of the Year at die beste Cafeteria. So. Ich hole mir 5 Milch. Oha.
Na, die Milch kaputt gemacht. Oh, die kleben ja überall. Ja, Milch. Ich sag dir was, ich hole mir auch mal Milch und steigere noch mein Hypomat um 1. Ja, 40. Wir haben jetzt schon noch nicht jeder ganz 10. Du hast echt auf jeden Fall viel mehr als ich. So, das heißt, wir sind schon wieder durch. So. Ein bisschen. Geht so. Aber wenn das einmal über die Hälfte ist, dann geht es wahrscheinlich sehr schnell. Genau, dann ich jetzt auch 3. 1, 2, 3. So. Jetzt geht's tatsächlich ab. Der Opa kann auch niemand, ich würde gerne den Opa vergrauen, aber der ist eigentlich ganz gut, um das Deck auszudünnen. Aber du kannst ihn selber vergrauen. Echt? Ja. Okay. Für sie brauche ich jetzt nur eine Bohne, ne? So. Da brauche ich nur einen Zucker. Da brauche ich jetzt 2 Zucker. So. Ich muss das ja gleich ausführen. Mhm. Und ich muss mir 2 sichtbare Leute in die Warteschlange hinzufügen. Gibt es welche, die nur Milch wollen? Also die wollen viel Milch. Aber nur Milch? Und einen beliebigen Snack. Also brauche ich dafür wieder 2 Zucker. Ich glaube, ich muss dann auf diese Kaffeebohnen verzichten, weil ich werde mir wahrscheinlich Kaffee auch noch irgendwie. Kaffee, 1. Ne, das kriege ich auch so hin. Ich lasse das drauf. Milch brauche ich aber auch nur 1, dann brauche ich 2 Milch. Ne, eine Milch ist eine Milch. Wenn, dann wäre es diese Sojabohne. Genau, die ist ja dein. Okay, ich habe alles erfüllt. Ich brauche mehr Zucker. Dann kriege ich eine gute Wertung und zwar sagt TJ Ahimads Mockalicious. 5 Sterne. Schön. Den das heißt, 5 Sterne. Du hast jetzt keine Aktion, die du irgendwie triggerst. Die trigger ich, wenn ich sie komplett befriedige, ne? Nee. Wenn du die Hauptaktion befriedigst, dann triggert er. Genau. Dann, also ne, hier kann ich einen vergrauen. Muss es einer von denen sein, die hier liegen? Ja. Die triggern dann auch nicht mehr? Richtig. Den würdest du auch nicht mehr befriedigen. Ich weiß, wie der reine abhandeln würde. Okay, dann will ich das nicht triggern, also dann habe ich den hier erledigt. Dann sie hier, da steigere ich mein Hype-Level um 1. Und bei ihr hier habe ich die eine gute Wertung bekommen. So, passt alles. Okay. Ihn habe ich einfach nur so. Echt, der Opa so richtig. Aber nachher braucht man ihn doch, ne? Da naja. Das ist schon, irgendwann wird er vielleicht wichtig. Deck ausdünnen ist immer gut. So. Ihn habe ich jetzt befriedigt. Ich kriege 2 gute Bewertungen. Und ziehe automatisch 2 Leute nach. Der will einen Donut. Und der zieht Leute nach. Ach komm, so viele Leute will man auch gar nicht haben, oder? Scheinbar immer schon. Wenn die Engine erstmal läuft, dann läuft sie. Aber man kriegt überhaupt nichts dafür. Achso, außer nachher Siegpunkte, ne? Für die Leute, die drin sind. Mhm. Hm, dann wäre vielleicht er hier noch kleiner. Wenn du die meisten hast. Ja, komm, dann nehmen wir noch ihn hier mit. So. Und zwar haben wir Fahrradtouristen. Die natürlich kein Fahrrad haben. Nee. Die fliegen gerne. Ja, die geben. Die würdest du schon haben und die würdest du auch zufriedenstellen können. So, ich gebe das schon mal ab. Das war mir jetzt der. Deswegen kommt jetzt das mit der Kanne übrigens, ne? Weil man sollte ja auch nicht weglegen. Ich habe es ja trotzdem hier schon gemacht, was Quatsch war. So, Oma befriedige ich. Dann hier hinten. Kriege eine gute Bewertung. Dann Espresso. Espresso. Achso, gleich einen Kaffee mehr. Nee, ich weiß. Ich habe auch nicht mehr so viel. Aber ich habe alles Mögliche jetzt hochgebracht. Ich hole mir einfach die Strategie, die du am Anfang gesagt hast, mit einfach nur den Hype immer erhöhen, das ist jetzt bei mir drin.
Unbeabsichtigt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich zeige es so. Ja, habe ich bestimmt. Da sind wir schon durch, ne? Jo. Ich könnte mir jetzt sogar die Fahrradtouristin holen. Die sehen sehr verlockend aus. Die hole ich mir erstmal. Musik oder Fahrrad ist nicht dabei. Das heißt, das bleibt so. Gute Nacht, Karl. Bis morgen. Wir freuen uns auf dich. So, Startspielmarker wandert. Feierabend. Und wir haben hier einen Meetingraum, eine günstige Sojamilch und einen Cocktailkenner. Dann hauen sie doch mal raus. Hallo Oso. Kaffee, Zucker. Ja, ich hole mir erstmal Ressourcen. Also einmal Kaffee. Ich werde diese Runde auch nichts anderes machen. Dreimal. Du hast doch angefangen, oder? Hast du nicht gerade schon was gemacht? Ich habe noch gar nichts gemacht. Du bist vor mir dran. Ich bin Startspieler. Ja, ich mache das hier. Dann kann ich ja das hier. Ach, ich bringe okay, das um. Also ich kann es ja. Ich mache es da rein nach und dann nach da. Einmal hier reingreifen. Tja, und dann? Sind eigentlich drei zu viel drauf. Das Problem, was ich gehe, also den machen wir weg. Hm. Dann nehme ich mir zwei Böhnchen. Dann nehme ich mir den Zucker. Und dann darf ich es nochmal machen. Das wäre auch sicher noch besser gegangen, aber immerhin unter dem, was ich. So, schön. Jetzt habe ich hier ein bisschen. Kann ich ja gleich mal da reinhauen, mal gucken wie. Apropos, Leute, es wird jetzt ein bisschen laut. Das Gute ist ja, ich kann das trinken und direkt danach schlafen gehen. Das stört dann nicht. Ja, aber es ist schon Koffein, ne? Ja, richtig. 30 Jahre lang Cola pur. So, ich habe jetzt hier den Hypometer eh schon auf voll. Mhm. Ich erhöhe den jetzt hier um ein, das heißt, ich kriege eine gute Bewertung. Die Engine muss ich noch zum Laufen kriegen. Hast du nicht gerade einen geholt, wo du es immer zwei abziehst? Ja. Du hast ja. Ja, aber dafür bringt die halt auch drei. Ja, okay, das ist natürlich schon fett. Und so ein lachenden Smiley. Ich habe jetzt mal eine Fahrradstunde, ne? Das an hier. Das war auch noch meine, ne? Mhm. 5 Zucker. Außerdem kriege ich die kleine Tasse, die habe ich eh schon. Du alles. Und eine gute Bewertung. Es ist schon geil, nur. Aber angenommen, ich kriege jetzt noch mehr Zucker, dann würde ich das ja gar nicht so oft ausführen. Richtig. Golden, Archinova. Archinova seht ihr hoffentlich nächste Woche hier. Und Brew, habt ihr schon ein Video von mir gesehen? Nein, das sind keine echten Kaffeebohnen. Nee. Ist auch kein echter Zucker, man kann aber dran rumlutschen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oh, wieder nur die langweiligen Startleute. Ich glaube, der faule Freund, der fliegt gleich mal aus dem Deck. Ah, das große Erlebnis ist. Gute Göttinger Nobelbohne. Ich glaube, du kannst versuchen, den zu posten, aber es wird nicht funktionieren. So, dann gucken wir doch mal. Böhnchen. Böhnchen. Was war die Snackbox hier? Da darfst du einen beliebigen Snack. Also Zucker. Genau. Und jetzt ist die Frage. Ohne Zahl und Zucker, wenn sie ein Symbol. Es reicht aber auch, wenn du ein anderes Symbol hast von Snacks, dann reicht schon, dass du einen Zucker bezahlst. Also sowas hier.
Genau. Aber das verbraucht sich quasi. Wenn ich jetzt den Kaffee, den Kuchen für irgendwas hier benutzen würde, wäre der quasi weg oder geht einmal für alle? Einmal für alle. Okay, das ist ja easy. Ja. Ich habe zumindest nichts anderes gelesen. Aber ich fürchte, dass keiner jetzt das Spiel schon kennt, der uns jetzt berichtigen könnte. Genau, Croissants sind 2 Zucker, ne? Wenn ich nichts da entsprechend habe. Ja. Und Donut auch. Okay, habe ich alles erfüllt, aber keine Ressourcen. Das ist ja toll. Oh, ich brauche dringend mal Kuchen. Die Leute wollen alle mit Kuchen haben. Hier Croissant. Das ist noch gut. Donut ist gut. Also zweimal was ausgeben ist echt teuer. Also mir reicht das dann so. Ja, dann. Also ich trigger nachher eh nichts. Also, was war die Glühbirne nochmal? Du triggerst das hier unten. Also ein von den Effekten. Ich kann auch den nehmen. Eine gute Bewertung nehmen. Oder ich könnte hier von da einnehmen und den da hinlegen. Ja. Da ich nur noch Kaffeebohnen habe, glaube ich, nehme ich die gute Bewertung. Boah, ich ziehe ja voll vorbei in den Punkten. Gut, dann war das der. Zack, sie, da kann ich mir irgendwie nehmen. Stimmt, das kann ich ja auch mit ihr hier nachher gleich machen. Aber du bist vor mir dran. Also das war deine erste, das wäre meine erste. Nach dir kann ich also auch noch einnehmen. Das ist immer nur 2 Bohnen, ne? Das ist starke Kaffee? Ja. Ja. Aber da ich eins habe, muss ich jeweils nur einen. Ja. Na komm, dann schade, den hätte ich mir auch ganz genommen. Ja, dachte ich mir. Den Startup-Gründer. Du kannst einen Opernstar haben. Was macht denn der? Oh, zwei gute Laune-Sachen. Aber er braucht Kuchen. Mhm. Die Leute holen lieber irgendwas hier von Milch und starken Kaffee. Ich habe auch keinen starken Kaffee, so einfach. Die hier sind günstig für mich. Ach komm, wir holen uns einen Disco-Gänger. Passt schon. Dann kommt noch neu dazu der Fahrradkurier, so ein Fahrraddude. Dann habe ich ihn hier, den Opa. Warte. Aha, ich kick den einfach raus. Mhm. Nice, der faule Freund kommt weg. Auf die Straße, wie sich das gehört. Endlich mal Schluss gemacht hier. Ich lasse ihn drinnen. Zack. Oh. Die gute Bewertung, von dem kann ich auch verzichten. Zack, zack. 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 Das waren bis hierhin 2 gute Bewertungen. Die Oma gibt mir eine. Und sie erhöht mein Hype-Level, wodurch ich eine gute Bewertung kriege. Ach, hast du nicht immer schlechte Laune bekommen oder so? Nö. Immer ein 2 Minuspunkte, schon ist doch ganz gut. Ja. Und wenn ich jemanden jetzt nicht befriedige, dann haut er ab. Mhm. Gut, Weiterempfehlung. Du bist vor mir dran. Flugzeug oder Musiker? Du hast einen Musiker, könntest du nehmen wie die. Und da kannst du halt 2 gute Laune-Sachen drauflegen. Das heißt, die bleiben liegen für nächste Runde und du kriegst einen Siegpunkt. Punkt. Auf irgendwen, der auslegt? Ja. Ich will auch einen Zucker. Ja. Aber hast du schon Kuchen? Kuchen habe ich ja. Ja, dann ist es natürlich für dich ein bisschen günstiger. Komm her, Baby. Was man hat, das hat man. Ja, guck mal, es ist doch exakt der gleiche, der Radio-DJ. Der will auch ungefähr das gleiche. Das Thema wird doch bei meiner Frau selten. Ja, welche Kaffeemarkt, der ist auf jeden Fall gut abgeholt. Und so Kaffeeshops und so. Der Humor ist eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also, ja. Ist nicht so over the top, das ist schon. Und wir haben den Shots gehen auf mich, Dude. Machen wir Feierabend. Den Polyphonkuchen, den Fahrradkurier, noch einen und den versteckten Eingang. Versteckt. Ach, schön. Gut. Jetzt den zweiten Löffel, den brauche ich auch mal irgendwann. Ich brauche vor allem einfach mal so eine Sojabohne. Und wenn ich 5 Leute ziehe, was bringt mir dann da 2 reinzugucken?
Gibt's Kuchen? Kuchen! 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 So. Die Selbstbedienung. Und ich darf ja jetzt die obersten zwei Karten angucken. Mhm. Möchte ich liegen lassen. Musst du, glaube ich, auch. Nee, war das nicht beim Netzwerk so von dir? Nee, ich konnte doch dann abwerfen, oder? Das Netzwerk war ja, ich ziehe hier drei Karten und kann davon eine wählen. Genau, kannst du davon kaufen. Ich mache das hier. Dann habe ich hier einmal einen Ausbau. Dann möchte ich gerne diesen Ausbau hier haben. Und dann kriege ich einen Punkt. Alter, dass du da eine gute Bewertung hast. Bei dir läuft es halt eine blaue Bohne. Da bist du. Eigentlich nichts, hab nur gesagt, von 14 bis 17 nicht weg. Mal sehen, was ich mitbringe. Sehr gut. Die ahnt doch, was da kommt. Wenn du... Dann. Ich habe ein bisschen Kuchen. Milch brauche ich nicht. Sind das deine Ressourcen? Hast du vergessen, die abzugeben? Nee, das sind meine Ressourcen. Das, Alter, sind das, das ist ja voll das Zuckerimperium. Ja, ich krieg ja auch jetzt sogar doch 7 jede Runde. Ich habe vorher noch kaum Zucker ausgegeben. Ich hab halt Kaffeebohnen dabei. Also, die wollen ja alle keinen Kaffee, die kommen nur zum Snacken bei mir vorbei. Ich habe nur Angst, dass ich dann... Ich muss immer mal wieder was holen. Wenn ich jetzt... Mit dem Kuchen geht's alles günstiger. Kaffee habe ich jetzt auch nur... Das könnte reichen. Ich habe nämlich auch... Die wollen am meisten essen. Die Leute. Also holen wir uns jetzt mal so richtig Zucker. Dann haben wir uns einen Zucker gegeben. Also 7. 3. Das offizielle Männer. Ja, alle Männer dürfen auf die Messe und dürfen Spiele kaufen. Das ist ja jetzt nicht nur eine Männergeschichte. Ich krieg den kleinen Kaffee. Und eine gute Bewertung. Was ich cool fand, als ich... Damals das erste Mal auf der Messe war mit Freunden, das war so ein Pärchen. Da haben die dann, also die wollte aber auch dann schon schwanger sein und sowas. Und da haben die andere gesehen, mit den Babys rumgerannt sind und die Babys haben geschlafen, alles war gut. Und so macht sie das dann auch. Mhm. Dann hatten sie das Baby. Hat nicht geschlafen. Nein. Wir sind nicht zur Messe gefahren. Das ist dann ausgefallen. Ja, so ist das manchmal, ne? Aber so, es gibt welche, die rennen mit ihren Babys da rum und die Babys schlafen und denen ist gut. Meinst du nicht so gut? Also ich kriege jetzt 5 Milch. 1, 2, 3, 4, 5. Und mein Hype-Level steigt. Uhuhu. Und das war's auch schon wieder. Jo. Dann geht's los. Jetzt habe ich hier auch 5, die ich abfrühstücken muss. Ja, bei mir geht's jetzt ab, weil ich glaube, ich habe zu wenig Kaffeebohnen, weil ich muss gleich 2 nachziehen. Snacks gehen auch mit Milch, oder? Nein. Immer was Süßes. Und Sojabohnen war auch Milch, ne? Obwohl, dass ich mir gerade so viel Milch geholt habe. Oh, Alter, weiter. Also, du süße Maus kriegst das. Ach, nee, du. Ihr beiden Dudes kriegt das. Das. Du kriegst das. Und das. Du kriegst das. So. Jetzt gucken wir mal. Ich habe noch 2 Zucker zu verteilen. Dann möchte ich hier den gute Laune-Marker. Die bleiben aber alle liegen, ne? Die werfe nicht ab, nachdem ich die abgehandelt habe. Ich kann, wenn ich hier gute Laune-Marker bekomme, den da drauflegen. Ja. Sehr gut. Jetzt. Kommt ein bisschen spät, mein Durchstarten, aber... Tja, ich will auf jeden Fall einen Punkt. Was soll ich mit noch mehr Hype? Auch ein Punkt. Kommt exakt aus Gleiche raus. Aber das sind sogar 2 Punkte dann, ne? Aha. Wenn ich das befriedige, gehe ich hier eins hoch und da ist sehr gut. Okay. Dann... Also bei mir ist das tatsächlich, ich muss den ersten das mal abhandeln und dann passieren nämlich Sachen. Mhm. Ich bin ja Starspieler. Das heißt, ich habe denen die beiden Donuts gegeben, aber ich lasse den Espresso, weil ich brauche die vielleicht noch, weil ich kriege nämlich 2 neue Stammgäste. Obwohl, wenn ich die mit Zucker nehme, dann könnte ich nämlich auch Espresso reinhauen. Und ich sehe da Leute mit Donuts, die jeweils neue Leute nachholen. Das ist doch nicht gut. Aber ihn kann ich mir holen. Ja.
bringt sonst nichts. Kuchen, Kuchen. Kuchen, Kuchen würde auch gehen. Wenn man so ein Zuckerimperium hat, Milch hast du auch noch. Ja, pass auf, dann mache ich ihn trotzdem, also dann erfülle ich auch den Espresso-Wunsch. Mhm. Hau ich mal hier weg. Nee, die zwei habe ich noch nicht weggehauen. So, zwei weggehauen. Espresso auch weggehauen. Ich kriege zwei gute Stimmen. Und ich hole mir ihn und ihn. Nee, ihn wollte ich doch gar nicht. Ihn wollte ich hier haben. Dann haben wir den Club-DJ und die Mauerpark-Musikantin. Okay, sie hier. Sie kriegt leider keinen Zucker von mir, deswegen kriegt man eigentlich Blut davon. Love this coffee so much, I got the T-Shirt. Sagt leiser Gifford. So, ihn befriedige ich auch komplett. Dann gehe ich nämlich zweimal hier hoch, das heißt, ich kriege zwei gute Bewertungen. Ich glaube, das Spiel ist schon bald rum. Ja, ja. Also, entweder diese Runde oder nächste Runde. Ja, die müssen ja hier liegen bleiben, deswegen hier dieser Kaffeebehälter. Genau, du bräumst ja jetzt hier hart ab. Ich hier. Nee, das untere kriege ich ja nur, wenn ich es komplett befriedige, ne? Das nee, das reicht das Hauptbedürfnis. Muss ich das dann machen? Ja. Also erstmal. Und du musst es ja auch befriedigen. Das ist immer wichtig. Wenn du kannst, musst du. Aber wenn ich kann, muss ich? Ja. Also muss ich der Oma hier mal. Nee. Nein, nur die Hauptbedingungen. Achso. Das andere ist optional. Ja. Gut, also dann kriege ich hier erstmal zwei für. Zack, zack. Und jetzt könnte ich hier einen runtergehen und den kriege ich nur auf den Ablagestapel, ne? Ich muss das machen, oder ich kann. Du musst. Oh. Hat mich jetzt einen Punkt gekostet. Und das ist ja auf sie bezogen oder auf irgendwas, was ich hier ausliegen habe? Dieses Symbol, das war. Das ist ein Gruppensymbol, du sichtbar bei dir hast. Das heißt, alle anderen zählen jetzt auch. Mhm. Also, du hast, glaube ich, fast die freie Wahl, wa? Also, lila nicht. Nee, die Weltkugel kriege ich nicht. Und die, also Musik ist aber dabei. Die beiden Musiker kriegst du. Ah, ich hätte ja lieber den. Aber die Musiker machen ja gar nichts, ne? Gute Laune. Pff, die wollen auch wieder Zucker. Na, komm her. Fertig. Ja. Fort mit der Milch. Okay. Dann kommt der faule Freund. Der kriegt mir eine gute Bewertung. Aber von wegen, das gibt hier Punkte. Hier. Gut, dann kriege ich hier erstmal drei gute Bewertungen für. Boah. Zack, zack, zack. Und zwar. Französisch kann ich nicht. If I say here is good, then it's awesome, okay. Dr. Schuppert, damn good coffee. Und das war das hier. Und weil ich den so geil befriedigt habe, kriege ich so einen Schmeidi. Der kommt dann da drauf. Ich fürchte nur, wir werden keine nächste Runde mehr sehen. Nee. Jetzt habe ich den lustigen Fahrradkurier. Ich gebe ihm ein Croissant. Und jetzt war es dieses Ding. Das heißt, da konnte ich einen hiervon aussuchen, ne? Mhm. Also ich könnte mir einen Siegpunkt nehmen. Nee, überbewertet. Oder zwei Kaffeebohnen. Ein Siegpunkt. Hier kriege ich dafür nichts und hierfür einen Hype. Und hierfür auch einen Hype. Haha, habe ich auch einen Punkt. Das war's bei mir. Gut. Die beliebte Freundin, die befriedige ich komplett. Da wir eh keine Runde mehr spielen werden, kann ich auch gleich ihre Funktion nochmal triggern, um eine Karte mehr reinzubekommen. Krieg noch einen Siegpunkt. Dann komme ich eine Karte. Da kann ich mir aussuchen, weil es war dieses Symbol, wo man sich irgendwen nehmen kann. Genau. Dann glaube ich, nehme ich nochmal hier irgendeinen so coolen Dude. Wie Punkte gab es 40, ne? Ja, aber es geht noch weiter. Also wir haben. Noch ganz viele neue. Ja, aber 40 Lagen der Ursprung. Genau, also hast du quasi 24 minus 2, 22. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Außer du kriegst noch ganz viele Minuspunkte jetzt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es kommt nochmal drauf an, wie wir jetzt das hier haben. Hast du irgendwelche... Hier gibt es ja auch noch Werfepunkte. Na, das ja, eben, genau. Aber hier oben hast du auch nichts. Ne? Du hast auch keine fünf verschiedenen, ich auch nicht. Ich und auch nicht gleiche. Glaub, wir haben richtig bei den Achievements abgesagt. Ja. Aber ja, es geht weiter. Ich hätte allein hierüber genauso viele Punkte holen können, wie ich im Spiel durch den Rest gemacht habe. Cool. Hier habe ich jetzt nur ihn befriedigt. Und ich darf wieder mir einen Siegpunkt nehmen. Und dann kommt er. Da kann ich Sojamilch noch hinzufügen. Ich hoffe, du hattest irgendwo ein Dachsmeidel, ne? Das bringt dir nämlich gleich einen Siegpunkt. Ah ja, hier. Zack. Außerdem bezahle ich die Sojamilch. Das heißt, ich darf jetzt drei Lachsmilies legen. Und mal drei Punkte. Ja, und dieses, was war das Kartensymbol? Ziehe einen Kunden von deinem Stapel und lege ihn ans Ende deiner Warteschlange. Oh nee. Den kann ich was nicht mehr befriedigen. Die Omi kann sie nicht befriedigen. Ich krieg noch einen Schatz. Sehr gut. Schön. Das war ja richtig toll. Von da, oder? Hm? Den Minuspunkt? Sorry, ich wollte eigentlich diesen bösen Ding, genau. So. Gut. Das heißt, jetzt legen wir quasi so die Leute ab. Das heißt, ich krieg nochmal ein Rot. Das war echt schon von Haus. Damit ist echt gut was los. Das heißt, die Frau geht aber auch komplett aus dem Spiel. Mhm. Und hier kriege ich drei gute Bewertungen. Du kriegst eine gute Bewertung. Für den Lachsmiley, der ist noch da. Das ist auch grundsätzlich so. Mhm. Cleaner than Joda's Place and Great Cafe 2. Nice. 17. So. Jetzt wird Siegende-Bedingungen. Ich glaube, das waren dann so die Siegende-Bedingungen. Wertung. Haben wir gemacht. Entfernt für jede schlechte Bewertung eine gute Bewertung. Also muss ich drei gute Bewertungen. Ich finde ja, wenn man nur auf schlechte Bewertungen bekommt, dann sollte man disqualifiziert werden. Riecht so komisch. Das kommt von draußen, ne? Vielleicht. So, sortiert die Kunden, zählt dann die guten Bewertungen. Zur Auszeichnung der Gruppe. Aber im Kaffeeerfolg hier wären es 5 Siegpunkte. Beim Kaffeeerfolg? Ja, genau. Hier wären es 5 gute Bewertungen, wenn du ein Achievement hättest. Genau, und jetzt zählen wir einfach die Leute bei uns im Dings. Das heißt, wir bilden kurz Stapel. Habe ich schon. Alles, wo du mehr als 3 hast, außer weiß, hast du die Mehrheit. Ja, weiß 10. Gut, dass die eine weiße gerade noch gegangen ist. Nee, weiß hat ja auch gar kein Achievement. Stimmt, das sind Startkarten, ne? Ja. So. Wenn wir mal hier von dort anfangen, Schnurrbärt, also Hipstars. 1. Ich habe 2. Das heißt, ich kriege 2x1, also 2. Mhm. Ja. So, gelb habe ich gar nicht. 2. Also kriege ich 2 Punkte. Ja. Musiker habe ich nur 1. 2. Disco Boys habe ich 3. Disco Boys? So ein Kram ist bei mir nicht. Wir bringen Geld. Dann haben wir Fahrradfahrer. 2. Und Workaholics? 2. Ah, da habe ich gar keinen. Dann zählen wir die guten Bewertungen. Ich glaube, ich habe jetzt so viel, wie du vor der Wertung hattest. Ja, 23. 32. Schon, aber du hast ja auch irgendwie, lief bei dir auf jeden Fall ganz gut. Ja. Ja, weil ich finde, das haben so viele Leute Zucker immer wollten und ich habe halt dann irgendwie die richtigen Zuckerdinger, also die mit Zucker brachten und ein gutes Element. Wie gesagt, für mich hat sich das fast gelohnt, hier drauf zu gehen und den Rest so nebenbei zu machen, wobei ich jetzt nicht immer schlechte Bewertungen, also ne, du musst ja irgendwie ständig Ressourcen holen und selbst wenn du immer 4 Ressourcen holst, die sind ja auch schnell wieder weg. Ja. Weil die Leute wollen ja auch immer echt viel. Wenn deswegen macht das schon Sinn auf irgendwas so, ich meine gut, Kaffee war für mich jetzt nie ein Problem, das habe ich 2x gemacht, die Aktion, ich hätte damit noch 3 Runden weiterspielen können. Ja. Aber es macht halt schon Gefühl, deswegen, ne, ich glaube, das wird immer so aussehen, dass man hier erstmal, weil sich hier hochpimpen, ich meine der andere, ich meine du hast ständig Punkte gemacht, jede Runde super viele, ich weiß nicht, wie man das hierüber aufholen soll. Irgendwie nicht so einfach, also, ja, diese Einmal-Aktionen, die sind gar nicht so verkehrt, aber nicht die Glühbirne, weil die triggert sich ja selber. Richtig. Aber das sind ja jetzt auch erstmal die Grundspielkarten. Ne? Vielleicht sind die anderen Karten, dass sie noch ein bisschen mehr
abwechselnd oder noch mehr Variation reinbringen. Was ich aber sehen würde, wäre, wenn du dir ganz viele von den Hype-Dingern holst. Mhm. Weil dann kannst du in einer, also wenn du jetzt sagen wir viermal Hype nebeneinander hast, dann kriegst du aber mal 4 Siegpunkte. Aber hast du natürlich viele Leute hier liegen, weil du dann die Ressourcen dafür nicht hast, kriegst du auch viele Minuspunkte wieder. Stimmt, du kannst nicht nur dorthin legen. Richtig. Aber wenn du am Anfang das hinlegst, aber nicht triggerst, das geht ja auch. Du hast ja immer viele Leute im Deck. Hm. Dann kannst du mit Opa natürlich welche rausnehmen, auch nur wenn du den befriedigst. Das ist schon schwierig. Du meinst, dass ich nicht darunter leide. Ich bin beruhigt, dass du unter dem Anke-Syndrom leidest. Was ist eigentlich los? Warum ist Anke nicht da? Die ist nicht da? Nee, du hast heute schon Anke gesehen, ich noch nicht. Die ist immer da, aber wenn ich nicht da bin... Mh. Ja. Bin aus H, du nicht. Bin beruhigt. Corinna, ich glaube nicht zu dem, was ich sage. Wirklich. Spielen können. Ich habe kein POS, spiele mehr als was ich kaufe. OWL. In diesem Spiel sind viel zu viele Karten. Also das, was ihr jetzt seht, ist ja nur ein Bruchteil. Das ist schon absolut. Das ist von so viel. Also das ist das Inlay und die gesamte linke Spalte ist mit so einem fetten Stapel jeweils noch mit extra Karten. Also man kann sehr viel variieren. Ein so ein Stapel, alles was ihr hier seht, und da sind viele von da. Ja. Also da sind echt viele Karten drin. Hallo Duke. Das steht nicht drauf, wie viele da drin sind. Das kann aber sein. Nee, hier steht alles mögliche andere. Doch da. 572 Spielkarten. Das sind 72 mehr als in Dominion drin sind. Inklusive Kickstarter-Dinger. Mhm. Das ist die Frage. Vielleicht kommen da noch Karten drauf. Hier steht nur 572. Das ist ja der Standardkarton, oder? Ja, also dann kommen noch mal ein paar drauf, weil ja, glaube ich, drei kleine Packungen waren Kickstarter. Okay. Ja, und ich muss mal morgen früh gucken, wenn du noch schläfst und ich meinen Kaffee schlürfe, wie ich das da einsortiere. Erste deutsche Ausgabe, Dezember 2020. Genau, 210 Ressourcen aus Kunstharz, bemalt, ein Messlöffel aus Plastik, 8 Spielfiguren, 255 Pappmarker, 4 Spielertafeln, 2 Regelbücher, 1 zur Erweiterung, 10 plus Spielvarianten, da war sich wohl ganz sicher, wie viele es sind. 6 Szenarien fürs Einzelspiel, 2 Stickerbögen. Wofür sind die? Weiß nicht, da sind Stickerbögen mit dabei gewesen. Vielleicht kann man noch ein Legacy draus machen. Wofür ist das denn? Bikini-Aufkleber? Spannend. Ich hab keine Ahnung. Boah, die Technik-Nerds. Einzelspielermarker, Gründer, Boardgame Media, Hungry Presse. Gibt es irgendwie Achievements da drin oder so? Vielleicht irgendwo eine Anleitung finden, keine Ahnung. Boah. Volle Tassen, Miniaturen, dunkle Tassen, Schwierigkeitsmarker, Mittagsschlafmarker, grüne Bohnen, Snackpack-Miniaturen, spezielle Ressourcen. Für die meisten Erweiterungen Varianten möchte nur in dieser Schachtel separat erhältliche Komponenten sind mit einem Ausrufezeichen markiert. So sind es aber auch nicht so wenig Ausrufezeichen. Achso, das waren die Extras mit den voll und leeren Tassen-Miniaturen und so. Da haben wir statt der Marker da keine Minis gehabt. Ja, genau. Verstehe. Das meine ich, ich war noch nicht auf Kickstarter aktiv, als ich Steve komme. Mein ersten Kickstarter, das war Doom Machine, sagt mir auch gar nichts. Ich kenne jemanden aus Frankfurt, der sagt, Stackerbögen sind zum Wegwerfen dabei. Okay. Also, ich habe ja auch mal so Schleicher-Wenskern rezensiert. Das war sehr witzig. Und da waren auch mal so Stickerbögen drin. Da wusste ich genau, welchen Kind gewesen wäre. Ich hatte einen Tag gehabt, wo so ein scheiß Stickerbogen drin gewesen wäre. Wie gesagt, gibt dich vielleicht. Ich will was zum Spiel und nicht hier so komische Stickerbögen. Jedes Persönchen gibt ein Tönchen. Noch ein Pluspunkt für das Spiel. Komme gerade zum Spieletreffer, Prager gespielt, hat mir richtig gut gefallen. Er freue ich mich auf Messina 1347. Das ist bestimmt auch gut. Hat auch keine Karten. Finde ich ein bisschen doof, aber ich mochte ja auch Prager. Bei Prager fand ich das Schönste einfach die Eier. Ja. Das. Aber ansonsten, so ein Spiel, das glaube ich,
Ich hätte, glaube ich, Probleme, das nach einem halben Jahr mal wieder auf den Tisch zu bringen, weil das irgendwie nicht so intuitiv war beim Erlernen. Aber die Anleitung war ja Gott sei Dank relativ überschaubar. Oh, sogar hier sind ja schlechte Bewertungen drauf. Ja, die hattest du ja nicht, ne? Stimmt. It's only nerds and geeks in here, so depresso. The barista couldn't pronounce rhododendron. I'd rather gargle use cat litter than this junk. Okay, die sind schon wirklich, da geben wir nur einen Stern, ne? Cheap. Cappuccino foam tastes woolly. Bad coffee. Guaranteed to keep you sleepy after 10 cups. Eher stille Wasser und tief, sehr tief und dunkel und was? Cold und schüchtern? Den kenne ich auch mal, diese Helden. Doom Machine ist ein Person-Dice-Placement, Dice-Manipulation-Spiel vom Format, der so klein ist in die Hosentasche. Was mir gefällt, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Hier ist noch. Warte. Was ist das hier? Schlechter Zucker? Die zählen als Fünfer. Ah. Also brauner Zucker. Schlechte. Aber die braune Milch könnte natürlich schlechte Milch sein, aber es ist Schokomilch. Also bitte, Corinna, ich folge euch bereits seit 5 Jahren und rede erst seit einem Jahr mit euch. Hat er sich herabgelassen, um auch mit dem niederen Volk zu kommunizieren. Die ganzen Kosmos-Absacker haben wir vorhin auch schon gespielt. Aber ich finde es schön, ihr seid 12 Leute und der Chat ist aktiver als manchmal, wenn 50 da sind. Gerade bei Premieren, da interessiert die Leute, glaube ich, wirklich das Video. Da schreiben die immer so wenig. Soll dein Bio-Frischkäse eigentlich in den Kühlschrank? Ja, den packe ich da nochmal rein. Ich habe hier auch so ein ganz leckeres Huhn auf dem Herd, da freue ich mich morgen schon drauf. Soll mich da wieder völlig fit und gesund machen? Wahrscheinlich stehst du morgen schon wieder fit und gesund auf. Ich hoffe sehr, aber. Das Wichtige ist immer, dass die Nase frei bleibt, damit du durch die Nase atmen kannst und durch den Hals atmest, kriegst du Halsschmerzen und verstärkst dich immer. Ja. Boah, das ist. Also, da, was hat das gekostet? Ich habe keine Ahnung, das ist ja gefühlt vor 5 Jahren gekickstartet worden. Das war so geil. Und bei solchen Sachen kann auch sein, dass du halt vor 5 Jahren, da warst du vielleicht noch Student, hast geschillt, jeden Abend mit deinen Freunden gespielt und dann bist du 3 Jahre später auf einmal, Papa, hast ein Haus gebaut, einen Job mit irgendwie 50 Stunden die Woche und denkst dir, Alter, was soll ich jetzt um diesen scheiß Kickstarter spielen mit 300.000 Boxen? Hilfe! Ja. Und du kannst natürlich verkaufen, aber. Hatte ich dir schon von meinem allerersten Kickstarter erzählt? Von welchem? Wie heißt das? Hexpans. Hexpans? Ja. Ja. Da bin ich ja auf einer Karte verewigt. Echt? Und danach habe ich überall online gesehen, dass die Leute sich beschwert haben über Leute, die sich auf den Karten verewigt haben. Schön. Mein erster Kickstarter war hinten bei Zombies, glaube ich. Ein Deckbau-Zombie-Spiel. War gar nicht so geil. Hat dann irgendwann Martin Klein geschenkt bekommen, weil den hatte ich beim Secret Santa und der hat das auf seine Liste. Und ich habe ihn gefragt, ob wir auch gebrauchte Spiele haben. Ich habe halt jeden Kalender, jeden Adventssonntag eins geschickt und eins zum ersten Advent. Der hat schon gut was bekommen. Ja. Oso, ist das nicht der mit der Lego-Abneigung? Das war jetzt ein Argument. Nein, Peter Batsch, nein. Dieses Mal kann ich beide Schatten spielen folgen und sie ist halt ordentlich Pluspunkte. Das ist doch schön. Schatz, welche hast du? Ich habe auch Fotos gemacht, sehr gut. Das ist noch wichtig. Fleisch fällt ab, ist gut. Das ist gut, das ist. Mein erstes KS Gentis habe ich auch noch hier rumstehen, noch nie gespielt. Ich habe irgendwann sogar mal die Deluxe-Edition zugeschickt bekommen. Und wichtige Info für euch, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ich bekomme zugeschickt, was war das? Oh, hier sind noch mehr Nachrichten. The Time You Killed Me. Ein 4D-Schach von Pandasaurus Games. Hm. Bin ich mal gespannt drauf. Und The Loop kommt Montag an. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, mal gucken, also Dienstag werden wir die Essen Top 10 von Karl, Flo und mir drehen.
Mittwoch dann vielleicht spielen. Und dann muss ich das ganze Wochenende arbeiten. Also ich muss nächste Woche auch irgendwann ein paar Videos wieder vor. Ich hoffe, ich werde nicht wieder krank, wenn ich 10 Stunden Videos drehe wie beim letzten Mal. Das ist irgendwann vor 4 Jahren oder so, da war ich irgendwann, glaube ich, Februar, März. Habe ich dreimal am Stück mit der gleichen, hatte ich auch dreimal Grippe, Schnupfen, Erkältung und der Arzt meinte auch, haben sich halt 3 unterschiedliche Viren eingefangen, die alles das gleiche machen. So, danke. Wenn ich im nächsten Release-Loch nach Göttingen komme. Ja, jetzt ist ja auch, ne, Pandemie ein bisschen vorbei. Das heißt, jetzt ist natürlich auch, wie ihr seht ja, mein Heim immer offen. Und wie gesagt, sobald ich umziehe, wird es mindestens einmal im Monat so ein Patreon-Wochenende geben. Dann habe ich hoffentlich ein Gästezimmer, wo 3 Leute auf einmal pennen können. Das hat ein bisschen Jugendherbergscharakter. Aber das wird großartig. Mein erster Kickstarter wird Oros sein. Was ist denn Oros? Mein erster Kickstarter-Ankommen war Cakes, ein chaotisches Kindergeschwindigkeitsspiel. Sagt mir auch nichts. Und meine Einstiegsdroge Katan. Ja, da gab es auch heute irgendwie News. Die englische Katan-Version ist, glaube ich, schon verfügbar. Die deutsche noch nicht. Und das dauert auch noch ein bisschen. Top 5 Spiele, die sofort auf den Tisch gehen. Ben, vorher aber die Roomtour. Ja, die Roomtour gibt es erst, wenn ich ausziehe. Das kann man nicht so Leuten zeigen, dass es dauerhaft verewigt ist. Das muss nur in die Erinnerung verschwimmen. So. Oh, da sind noch ein paar. Wo sind das hin? Ich weiß nicht. Vorhin war so ein starkes Spiel. Das sind die schlechten Spiele. Schlechte Spiele von Cosmos gibt es auch was gar nicht. Da waren wir nicht die Zielgruppe für. Das stimmt. Und noch so ein Late Night Ank? Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Was die ist, wahrscheinlich auch ein bisschen größer, ne? Und vom Umfang her. Was? Das Bastille von der Spieldauer her? Das dürfte nicht so lange dauern. Das wäre so ein gutes mit Markus gewesen, glaube ich, abends, weil das eigentlich ganz nett ist. Ah, man braucht auch 3 bis 4 Spieler dafür. Genau. Von wem ist denn das? Christopher Beere. Wie auch immer, meinen ganzen Forscher-Videos, die ich letzten Tage gemacht habe, immer auf den Autor geguckt, um zu gucken, was er sonst so gemacht hat, was man erwarten kann. Ich habe halt nicht mal so auf die Spielerzahl geguckt. Das wäre bei Kingdom, It's a Wonderful Kingdom, vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Baumkron liegt da unten auf dem Boden. Neben Bastille-Anleitung. Da! Tja, und wo ich jetzt die Karten hin? Da. Sehr gut. Wann ist denn jemals einer richtig? Welcher Mann, bevor nicht der richtige da ist, lieber gehabt hat? Bob Game Geek. Eine E-Mail bei Bob Game Geek, da schreibt mir jemand GWT. Dort oben. Hör, Benjamin, ich habe dein Video. Was ist denn das? Grüß nach Belgien, falls gerade noch jemand aus Belgien zuguckt. Ist du Rosenkohl? Ja. Das gehört eigentlich überhaupt nicht in dieses Gericht rein, aber Rosenkohl ist super gesund. Deswegen haut das der Mund rein. Wenn das gut harmoniert. Für mich schon. Also noch ein größer. Ich habe einen Topf, der ist noch ein bisschen größer, aber nicht viel. Mal gucken. Vielleicht teilen wir es auch sonst morgen einfach in 2 auf. Ah, das ist gut. Markus kommt morgen, dann wird das so sicher leer. Das Gute ist ja in Essen, man erkennt die Leute nur so halb, weil man hat ja eine Maske auf.
Das heißt, ich bin ganz unscheinbar, mich werdet ihr nicht erkennen, weil ich nur 2 Meter groß bin und Brille und mein Brettspielblock-T-Shirt anhabe, weil ich vielleicht ein neues Design mache, wo der Würfel ein bisschen kleiner ist. Andererseits war das doch gerade in der Anfangsphase ganz gut, weil wenn man auf einem Event war, Burg Stadek oder so, ich habe da selbst ja keine Fotos gemacht, nichts gedreht, aber egal, wo ihr auf welchen Blogs oder wo auch immer Videos geguckt habt, mein Würfel war immer fett zu sehen, weil ich dann überall immer saß und dieser riesen fette Würfel gut zu sehen war. So, Bastille. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, dass ich dich auch mal in Essen angesprochen habe? Jetzt, ne? Das war so ganz geil. Ich habe dich gesehen, ich bin hingegangen und dann dachte ich mir so, boah, was sage ich denn jetzt? Und dann habe ich dich quasi angeschwiegen und hast du einfach nur gefragt, was mir denn bisher so gefallen hat. Und dann dachte ich mir noch, warum guckt mich deine Freundin so an? Mhm. Das war meine Mama. Das war tatsächlich so. Das wird sie sehr gerne hören. Meine Mama, das musste aber auch erst vor 2 Jahren gewesen sein. Ne? Also 2018 war sie, glaube ich, das erste Mal dabei. Da würde ich dann sagen, war es dann auch, ja. Aha. Ja, das war auch da, meine sie, ich habe halt immer erzählt, ne, da kommen so Leute und ich kenne die alle nicht, aber man quatscht total nett mit denen und so, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann war sie mit und dann kam sie auch hier an auf die Messe, war auch erst später da, um 12 oder so, dann habe ich auch gerade mit ihm geredet und so, wer war das? Keine Ahnung, Zuschauer. Ich habe ja nett geredet, habt ihr doch. Ich so, ja, das sind nette Menschen, aber ich kenne die Person auch ungefähr einen Tick länger als du. Und dann kam halt der Nächste an, auch irgendwie hallo und bla und gequatscht und so. Ja, wer war das? Ich so, weiß ich nicht, ein Zuschauer, keine Ahnung, hat sich glaube ich nicht mal im Namen vorgestellt. Schon Brettspieler sind meistens schon sehr nette Menschen. Das ist echt faszinierend. Ja. Ja, das war natürlich auch am Anfang, so die ersten Male, wobei ich habe ja auch am Anfang gar nicht vor der Kamera gesessen. Und dann irgendwann ja schon, haben mich halt auch Leute da erkannt. Und das war halt auch so, beim ersten Spiel habe ich dann, glaube ich, so 5 Leute angesprochen. Auf dem nächsten schon 50 und dann habe ich es auch nicht mehr gezählt, weil waren es am Tag doch schon einige. Und wenn du dann halt montags wieder einkaufen gehst und merkst, okay, du gehst ja einkaufen, kein Mensch kennt dich, dann ist es auch immer wieder traurig. Sehr, sehr, ja, auch sehr angenehm. Ich glaube, so ein richtiger Star, so ein Hollywood-Star, der es halt täglich egal hat, wo er hingeht, kann auch schon ein bisschen nervig sein, glaube ich. Der fotografiert wird, wenn er hinterm Fenster ist und sich gerade umzieht. Richtig, gerade wenn es ja auch, ich meine, das Gute ist ja auch bei unserem Hobby, Leute, die mich erkennen, die sind dann auch gefühlt jenseits der 25. Das heißt, die sind doch alle noch ein bisschen vernünftig. Wenn man jetzt irgendwie so ein YouTuber wäre, der Zielgruppe 13 plus hätte, das könnte auch ein bisschen komisch sein, wenn da irgendwie durchgeknallte Kids dir auflauern. Ja. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich schon den zweiten Topf nutzen wollen. Okay. Weil da kommt Fleisch rein, da kommen Champignons rein. Ich glaube, das lässt sich dann auch einfacher kochen. Gut, dass ich noch fertig bin. Oh ja, der packt alles da, das ist schon ein bisschen größer. Ja, ein bisschen, ja, Keramik. Ja, ja. Schon ein bisschen. Das ist wunderbar besser drin kochen können. Geht's? Der kann es noch ein bisschen ankriegen. Dann kann ich das, glaube ich, spritzt das den Topf ein bisschen, genau. Oh ja, viel ein bisschen mehr rein. Ja, also der ist nicht nur ein bisschen größer. Ja, stimmt. Schon fast dann doppelt. Weil er nicht, glaube ich, breiter ist. Und dann ja, und der ist super, weil das ist halt komplett Keramik, da brennt einfach nichts dran an. Ja, cool. Eigentlich noch auf, das ist immer noch der Stapel vom letzten Jahr, von Sachen, die drin mal. Nee, Paris will eigentlich auch keiner mehr spielen. Jesusbrücke steht dann nur, weil sich das Annika neulich ausleihen wollte, aber dann doch nicht mitgenommen hat. Jägernacht, da brauchen wir mehr Leute für. Achso, was da unten liegt. Genau. Cryptid braucht man auch mehr Leute für. Die Hello Frisch Rezepte brauchen auch mehr Kram für. Also wie gesagt, ich glaube, heute ist bei mir gar nicht mehr so. Wir können nochmal die verlorenen Wörter, die spielen morgen zu viert. Das Spiel, das, also wenn das Spiel irgendwie gut sein kann, dann mit Markus und Karl. Das wird großartig morgen. Fahrt auf jeden Fall rein. Wir werden Montag mit Markus Spezial haben. Vielleicht klinge ich mich raus und geschlafen und lasse die einfach dran machen, dann könnt ihr euch alle unterhalten. wie cool, dann kommst du nicht nach Essen. Was ist denn das?
Dann bin ich ganz bei dir, Kunde. Dann musst du zu spielen, dann mache ich dir einen klar. Richtig gut. Drei Namensschilder, steht der richtige Name drauf. Ja, dann kommst du her. Ja, kurz brauche ich jetzt fast nicht dort zu sein. Als ich Ben das erste Mal auf das Spiel angesprochen habe, weil total wissen, sie wollte mit einem Entscheider sprechen. Wir haben schon mal geredet. Okay. Mit einem Entscheider. Bei wem warst du denn da und hast irgendwas promoted? Jetzt wird aus dem Chat gerade ein Datingportal. Das ist auch relativ oft, wenn Anke da ist und Leute nicht so oft da sind und hören so, was spielt Anke? Hast du mal coole Spiele? Wo wohnst du nochmal? zurecht, Corinna, in der Ecke BWRPHE. Oh, eine große Ecke. Brettspiel NRW, der Lovestream. Ja, Lovestream, genau. Klatschkohl ist ja wirklich vergeben. Ist jetzt auch nicht so weit. Nee, leider nicht. Also Jungs, haut rein. Ja, gute Nacht, Peter. Ja klar, wenn ich an solchen Stellen mit Leuten rede, die was zu melden haben. Wasser ist da los. Du warst nur an kostenlosen Spielen interessiert. Nee, ich bin einmal Student, war ich damals, na, ich glaube nicht, aber doch, de facto schon. Ja, obwohl, jetzt klemme ich mal auf. Was? So ein Chat ist viel angenehmer, wenn da keine Trolle drin sind. Hier gibt's Handpult Ente. Oder was ist das? Ente ganz? Nee, das ist Biohuhn. Biohuhn. Hm. Ich stehe immer drauf, weil die sind extrem viel teurer. Mhm. Aber ansonsten esse ich ja kein Fleisch. Mhm. Aber wenn jemand krank ist, dann gehört eine Hühnerbrühe dazu. Das ist irgendwie. Und da, das ist eine Hühnerbrühe, also nicht, dass das ihr jetzt Hühnerbrühe kennt, das ist hier richtig, die wird hier zwei Tage lang gekocht gefühlt und dann ballert die rein. Erfährst du dieses Jahr auf der Spiel, als ob ich das da noch wüsste. Wahrscheinlich kommst du auch einfach an und sagst den richtigen Namen, ich habe keine Ahnung, wer du bist, weil ich kenne dich jetzt Cole und selbst wenn du Cole sagst, werde ich denken, Cole, ah. Hatte ich mit Kerstin, statt die einfach auf Berlin kommen, so eine Frau neben mir, meine, ja, ich bin Kerstin, ich so, hi. Ach, die Kerstin? Ja, okay. Aber Kohl und Kerstin ist ja schon noch was anderes, oder? Ich kenne sonst keinen Kohl. Der wird doch nicht sagen Kohl, weil da heißt der PGC-Ole. Wieso keine Trolle? Beleidigt meine Trolle? Ja, das stimmt. Hühnerbrühe macht wieder fit. Genau genommen mache ich einen Tom Kha Gai. Das muss man ja auch nochmal dazu. Tom Kha Gai, wichtig. Mit ordentlich Chili drin. Was bestimmt bis morgen total verkocht ist. Die Chili ist ja draußen. Hm? Die Chili ist wieder draußen. Das war eine ganz einfach drin. Nee, einfach nur ein bisschen Schärfe. Ich weiß nicht, ob es wirklich scharf ist. Ich weiß nicht, wie scharf die sind. Ich kenne die halt nicht. Ne? Manchmal gibt es ja welche, die sind kaum scharf. Ah, die sind so normal. Das kann man sich dann nachträglich noch reinmachen. Die schnippel ich ja nochmal. Für kostenlose Spiele sponsern und Tochter zuständig. Sie sind glücklich, hat schon mehrfach auf das Spiel was gewonnen. Das ist gut. Ich komme und sage, Sarah, bist du nicht Karl? Karl hat eindeutig mehr Bartwuchs als ich, aber das sieht man ja auch nicht, weil wir ja eine Maske tragen. Und ich weiß nicht, ob Karl da ist, aber da, wo ich eigentlich pennen wollte, bei hier, ne, Georg kennt ihr auch noch, wenn ihr schon länger zuguckt, da werden jetzt wahrscheinlich, wenn sie hinfahren, Karl und Annika pennen und ich schaffe dann bei mit Stefan, der hat ein Doppelzimmerhotel. Das ist auch direkt neben der Spiel, das ist natürlich ganz angenehm. Aber stimmt, wenn diesmal meine Mutter nicht kommt, die ist ja auch mal mit Auto hingefahren, dann wird es echt ein Problem, die Spiele nach Hause zu kriegen. Da gibt es den Versandservice. Ja, das haben wir auch jetzt, also 2015 oder 16, nee, war mal die 2017, glaube ich, kam Pandemic Legacy Season 2 raus, ne? Da habe ich schon direkt Mittwoch das den ersten Karton voll gemacht und dachte halt, ja, Mittwoch, dann wird es Donnerstag abgeholt, ist Samstag in Göttingen. Es wurde erst Montag von der Spiel abgeholt, dann war Mittwoch, Donnerstag ein Feiertag und Stefan war eine ganze Woche hier, wir wollten super viele Spiele spielen. Er war bis Sonntag da, das Paket kam Samstag. Oh nein. Gott sei Dank hat die Spieleburg ja auch ein paar Spiele mit nach Hause gebracht, das heißt, wir hatten jetzt, da konnten wir in Ruhe Pandemic spielen in der Woche, weil wir hatten nicht so viel anderes da, aber das war schon echt bitter. Ja, dieses Problem hast du dieses Mal nicht, weil gefühlt sind ja alle Feiertage am Wochenende. Ja. Ja, ich war doch vorhin im Kino, hatten wir eine BV, wo ich auch ein bisschen Urlaub-Beispiele geben wollte, den neuen Kollegen, wie die jetzt den Urlaub berechnen.
Und irgendwie in allen Beispielen waren die Feiertage auf dem Wochenende. Das war ein bisschen witzlos. Bist du im Atlantik, Ben? Da dämmert was. Ich prüfe mal kurz, was Stefan geschrieben hat. Wenn das direkt neben der Spiel ist, dann ja. Wahrscheinlich. Prüfe. Ein Spiel von Katzen und Katzen. Pfotenkatapulte. Ne, er weiß auch nicht, welchem Hotel. Sehr gut. Direkt auf die Flopplatz, dass sowas heutzutage rauskommt. Warum gibst du es dann nicht der Spieleburg mit? Das habe ich danach, aber auch da meinte Arne, es ist schwierig, wenn ich halt Sachen in die Laste der Spieleburg packe. Das kann halt auch mal untergehen und wird auf einmal verkauft und schwierig immer. Ich kann nicht mal sagen, das klappt mit mir. Ich muss noch ein Ticket buchen tatsächlich. Chili eigentlich nicht. Was? Also, da ist abends eine Verlängerung der Messe und gespielt, bis der Arzt kommt. Oh, ich bin nach so einem Messetag meistens noch ziemlich durch. Ganzen Tag da rumlaufen. Also ich laufe in der Messewoche locker 60, 70 Kilometer in den 4 Tagen. Jetzt mal wurde es mal weniger, weil dadurch, dass mich halt mehr Leute erkannt haben, statt mal mir rum, hat mehr Leuten gesprochen. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Früher war ich ja auf der Messe und musste erst so Connections knüpfen und so, zu den ganzen Verlagen, mit den Presseleuten da reden und so. Und irgendwann kannte ich die halt alle. Dann guckt man auch mal vorbei und sagt so, hallo, man kennt sich ja schon. Und dann hatte ich halt auch mehr Zeit, um mit den Leuten zu reden. Auf der letzten Spiel hatte ich, glaube ich, also auf meinem ersten Spiel hatte ich, glaube ich, für 30 Termine oder so. Und auf der letzten so 5. Das fand ich auch super angenehm. Wenn ich dann andere Leute getroffen habe, weil ich muss da und da, dachte ich immer, ah, Gott sei Dank, ich laufe ja warum, schaue bei den Ständen vorbei, wenn die Zeit haben und wenn nicht, dann nicht und dann quatsche dann mit Leuten. Aber ja, da habe ich auch schon von gehört, da wollte ich auch schon ein paar Mal hin, aber weil man will ja auch immer noch irgendwas machen, irgendwas drehen, ne, after Messe-Talk und vielleicht noch ein Video machen. Jetzt ging ja letztes Mal, Gott sei Dank, immer mit Livestreams, das ist auch immer sehr angenehm. Ich glaube, so viel spielen wir heute auch gar nicht mehr, oder? Nee, ich bin da auch schon ein bisschen durch. Genau, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle jetzt mal Feierabend, weil ihr seid bestimmt auch schon ganz müde. Ich hoffe, das klappt noch. Du machst einen Tom Wessel. Jürgen ist unsympathisch beim Gang durch. Ja, Tom Wessel ist auch so einer. Ich sehe ihn auch ständig. Ich denke mir, oh cool, Tom, den müsste ich eigentlich ansprechen, weil wir sind ja Kollegen und Dudes und so. Aber dann ist halt so die klassische Frage. Ja, dann sagst du Hallo und dann. Hallo, I'm Ben, I'm a German YouTuber as well. Dann wird er sagen, aha. Ich habe irgendwann auch schon mal mit dem gesprochen. Aber das ist ja auch so ein Bär, ne? Der ist ja auch so, der ist halt echt groß. Ich meine, der ist nicht so groß wie ich, aber 1,90 hat er auch. Und der hat ja auch ein bisschen eine größere Statur. Oh, den hast du morgen. Gut, also wir sind hier mal raus, sagen vielen Dank fürs Zugucken. Morgen Karl meinte, ich weiß nicht, ab 2, 3, irgendwie so ist er da. Vielleicht sind wir schon früher da. Mal gucken, wie lange wir so schlafen oder wie lange ich schlafe. Aber dann auch hoffentlich stehe ich fit auf. Dann gibt es eine leckere Frühstückssuppe. Und dann, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie Kemet oder Ank oder was auch immer spielen. Wir werden auch den Abstecher in die Spieleburg machen. Vielleicht sind da auch neue Spiele angekommen. Dann können wir irgendwas von den brandheißen Neuheiten spielen. Und dann schau wieder rein. Bis dann. Tschüss.